Das ist nicht der Fall. Ich muss mal kurz nachfragen. Aktueller Stand ist, dass wir den nach der Pause durchführen oder am. Gut. Dann wird der. Ist nicht der aktuelle Stand. Hatten wir das anders schon abgestimmt, Daniel? Ich verrecke daran. Wir haben ja schon mal darüber diskutiert, was die nicht öffentlichen Teile und die Platzierung der nicht öffentlichen Teile angeht. Ich glaube, meine Meinung dazu ist hinlänglich bekannt. Was mir fehlt an der Stelle ist gerade, und jetzt suche ich, Olli sitzt da hinten, ich hatte ja den Antrag gestellt, dass wir generell mal darüber diskutieren, über die Platzierung nicht öffentlicher Teile und einen entsprechenden Antragstext vorbereitet. Den hatten wir aus der letzten Fraktionssitzung vor den Ferien rausgenommen, weil das ja dazu knapp war. Da hatte ich ja gesagt, dann lass uns das schieben. Der ist hier drin. Der fehlt. Ach, der kommt später, ja. Oder was? Der kommt. Wollen wir den dann nicht an der Stelle jetzt behandeln, wo wir dann gerade möglicherweise direkt drüber diskutieren und dann auch dementsprechend so verfahren? Wenn wir... Bitte? Ne, verstehe ich jetzt nicht. Also ich hätte gerne den nicht öffentlichen Teil halt am Ende der Sitzung, um es mal kurz zu machen. Wie immer eigentlich. Und dafür habe ich auch einen Antrag vorbereitet. Der kommt dann allerdings später. Ja, das ist Viertel. Das ist Top Nummer 10, Abstimmung zur Behandlung nicht öffentlicher Teile. Das ist Top Nummer 10, Abstimmung zur Behandlung nicht öffentlicher Teile. Okay. Ich vermute eine Verfahrensvereinfachung, wenn wir den Antrag jetzt vorziehen würden und den jetzt behandeln und dann direkt so verfahren, was nicht öffentliche Teile, also auch heute angeht. Ich habe das dumpfe Gefühl, das macht im Moment Sinn, aber Frank hat noch eine Wortmeldung. Die Parteinahme verstehe ich jetzt gerade nicht. Ich finde das ein bisschen... Nee, aber den Punkt 10 haben wir nicht, also der ist noch nicht diskutiert und dann vor allen Dingen, was sich hinter dem Link versteckt. Ich habe gestern, als ich die Tagesordnung durchgeguckt habe übrigens, kann man auch vorher, habe ich da drauf geguckt und wollte reingucken, konnte ich aber nicht, weil ich habe dazu keine Rechte anscheinend, da reinzugucken. Da ist gar kein Link drin. Da war ein Link drin. Aber davon abgesehen, ich habe einen nicht öffentlichen Teil beantragt, nach bisheriger Verfahrenslage machen wir den nach der Pause. Ich finde es jetzt sehr seltsam, wenn man jetzt zum einen die Tagesordnung ändert, um dann auch nicht nur die geänderte Tagesordnung, um dann einen Beschluss zu fassen und möglicherweise diesen Beschluss direkt auf einen anderen Tagesordnungspunkt anzuwenden, finde ich also eine sehr seltsame Geschichte. Ich weiß nicht, warum das so sein soll. Dann stimmen wir das jetzt einfach ab, ob wir Tagesordnungspunkt Punkt 10 an dieser Stelle vorziehen. Wer ist dafür, dass wir diesen Tagesordnungspunkt an dieser Stelle vorziehen? Den bitte ich jetzt um das Handzeichen. 1, 2, 3, 4. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Der Tagesordnungspunkt wird vorgezogen bei 7 Ja-Stimmen, 4 Nein-Stimmen und 3 Enthaltungen. Ich kann den Link, übrigens öffnen, Frank. Ich weiß nicht, wo das Problem ist. Ja, dass er sich anmelden muss bei Zimra. Okay. Wir behandeln damit jetzt vorgezogen Tagesordnungspunkt 10, Abstimmung zur Behandlung nicht öffentlicher Teile. Der entsprechende Link ist verlinkt. Ich bitte um Wortmeldung. Daniel? Also vermutlich wird als Antragsteller irgendwie erwartet, dass ich dazu was sage. Ich möchte aber nicht viel Zeit in Anspruch nehmen. Ich halte den für logisch, für quasi alternativlos und meinetwegen können wir den direkt abstimmen. Das macht Sinn. Unsere regelmäßigen Zuschauer, die sich dazu auch schon mal geäußert haben, der Fraktionssitzung, befürworten das arg, wenn wir die nicht öffentlichen Teile dann tatsächlich ans Ende setzen. Und dann kann man sich da entsprechend darauf einstellen. Wenn das immer um die Pause herum ist, ist das für uns hier zwar irgendwie vielleicht praktisch,
aber für die Zuseher da draußen ist das einfach scheiße. Dietmar und dann Olaf. Ich denke, dass nicht öffentliche Teile einen ganz wesentlichen Inhalt unserer inneren Organisation darstellen. Wir haben aber auch die äußere Organisation des Landtags zu beachten, bei der es regelmäßig, eigentlich bei jeder Sitzung dazu kommt, dass einer oder mehrere Mitglieder der Fraktion aufgrund von Fraktionsterminen, sprich Ausschüssen, Obleutegesprächen, Anhörungen und so weiter, nicht anwesend sind. Und ich halte es für schlecht, gerade in wichtigen, zum Beispiel auch Personalangelegenheiten, die ja nicht öffentlich gehalten werden, auf einzelne Mitglieder der Fraktion zu verzichten, so sie denn aufgrund von Fraktionsterminen gebunden sind. Also müsste man zumindest die Option meines Erachtens einbauen, dass das als Grundsatz gelten möge, aber in dem Moment, wo einer, zwei oder drei womöglich Mitglieder der Fraktion sagen, nee Leute, da habe ich heute Termine, weil heute weiß ich zum Beispiel, sind es mindestens drei oder vier Leute, die am Ende der Sitzung ab irgendwie Viertel vor eins oder was fehlen müssen, aufgrund von Terminen innerhalb des Hauses, sodass das eben als Option offen bleiben kann, dass man das dann eben doch wiederum auch abändert. Also nicht jetzt irgendwie in Stein gemeißelt sagt, also immer so am Ende, das wäre ungünstig meines Erachtens. Mit einem Unterschied genau dasselbe, was gerade Dietmar schon gesagt hat. Ich fände es jetzt schlecht, jetzt hier eine Default-Sache einzurichten, die dann jedes Mal wieder umgeschmissen wird. Von daher würde ich einfach dafür plädieren, das Ganze so zu lassen, wie es ist. Es ist für die Leute draußen nicht so sehr schön, aber es ist ansonsten praktisch hier. Sind immer wieder Leute von den nicht öffentlichen Teilen praktisch ausgeschlossen. Und das finde ich noch unschöner als die Sache, dass es für die Leute am Stream nicht passend ist. Frank. Ja, ich finde, wir sollten grundsätzlich gucken, die wichtigen Sachen in anderthalb Stunden zu diskutieren und unterzukriegen. Wenn mich nicht alles täuscht, ist die Pause nach anderthalb Stunden nach Beginn der Sitzung. Ich weiß nicht, wie viele Leute Zeit haben, drei Stunden lang tagsüber hier der Fraktionssitzung zu folgen oder sich auch drei Stunden die Aufzeichnung anzugucken. Das heißt also, die wichtigen Sachen in anderthalb Stunden abhaken, dann ist Pause, dann haben wir Zeit für den nicht öffentlichen Teil. So war das bisher und ich finde das gut so. Wir wissen nicht, wir haben oft genug uns falsch eingeschätzt, wie lang so ein öffentlicher Teil dauert, was ja der Grund dieses Antrags überhaupt ist. Genau, richtig. So, du widersprichst dir aber selbst, weil der Beginn soll nach der geschätzten Zeit festgelegt werden. Da wir uns aber bisher so viel verschätzt haben immer wieder und es nicht vorher wussten, dass es einen öffentlichen Teil die Sitzung sprengt, wo machst du denn eigentlich dann die geschätzte Zeit fest zum Ende der Sitzung, um mit einem nicht öffentlichen Teil anzufangen? Das heißt, mit deinem Antrag forderst du es praktisch raus, dass nicht öffentliche Teile abgebrochen werden müssen, weil, wie es Dietmar schon gesagt hat, halt Leute zu anderen Ausschusssitzungen müssen, die um 13.30 Uhr anfangen, was regelmäßig der Fall ist. Ich finde das als eine sehr ungerechte Behandlung einem potenziellen Antragsteller gegenüber, was jeder aus der Fraktion sein kann. Ich halte das insofern also nicht für sinnvoll durchführbar und würde dringend plädieren, das so beizubehalten, wie es ist, und dafür plädieren, dass wir uns mehr konzentrieren in den ersten anderthalb Stunden, Aufmerksamkeitsspanne und so weiter, die wichtigen Sachen hier öffentlich zu behandeln. Toso. Vielen Dank, Simone. Also ich möchte Dietmar sehr stark beipflichten, dass ich es auch nicht schön finde, wenn Leute nicht dabei sind bei Abstimmung. Ich würde das aber erweitern. Mir ist das eigentlich egal, ob Leute hier nicht dabei sind bei Abstimmungen, wo eine öffentliche oder eine nicht öffentliche Diskussion vorausgegangen ist. Im Endeffekt, finde ich, müssten wir dann anpassen, dass wenn hier MBL regelmäßig Termine haben, die direkt nach dieser Fraktionssitzung liegen oder sogar noch während der Endphase dieser Fraktionssitzung, dann hört die Fraktionssitzung insgesamt halt früher auf. Weil ich auch in dem öffentlichen Teil bei den Abstimmungen dann die Leute trotzdem gerne dabei haben möchte. Weil ich doch darauf Wert legen möchte, von jedem hier die Meinung zu hören und auch das Abstimmungsergebnis. Von daher würde ich vielleicht als ausgleichend dafür plädieren,
dass wir sagen, klar schieben wir die Sachen ans Ende der Sitzung, halte ich auch für sinnvoll. Und ich möchte eigentlich von jedem Antragsteller, dass er dann ein Zeitvotum abgibt, was er glaubt, wie lange das dauert. Wenn das dann nicht ausreicht, dann muss das halt nochmal in der nächsten Sitzung behandelt werden. Und dass wir dann sagen, grundsätzlich ist um 13 Uhr Feierabend mit der Sitzung oder um 12.45 Uhr, ich weiß nicht, wie eure Termine da machbar sind. Ich bin da jetzt nicht von betroffen, aber ich denke, das könnte man in das Vorfeld der Sitzung durchaus einfließen lassen oder auch in die Vorplanung. Sollte ja kein Problem sein. Und dann, mein Gott, wenn wir dann nicht öffentlichen Teil haben, dann fängt der halt um 12.15 Uhr an. Und dann ist um 13 Uhr halt Feierabend. Und damit müssen wir dann leben. Und das wäre an der Stelle mein Vorschlag. Daniel. Ja, das, was Toso sagt, was das Ende der Fraktionssitzung angeht, da müssen wir das halt generell anpassen, hat nichts mit der Diskussion eben zu tun, ob nicht öffentlich oder öffentlich. Was aber genau diese Termine angeht, es gibt meines Erachtens, und da mögt ihr mich bitte korrigieren, genau zwei Ausschüsse, die so tagen, wo es zeitlich dann halt eben schwierig wird mit unserer Fraktionssitzung. Das ist der Petitionsausschuss, der um 13.30 Uhr tagt. Grumpy sucht gerade, aber ist so, ne? Oder? Ihr tagt 13.30 Uhr. Und ich glaube, Unterausschuss Personal, also irgendein Unterausschuss, ich weiß jetzt nicht genau. Haushaltskontrollausschuss auch noch, dann noch ein dritter. Das sind Termine dann in der Tat, die betrifft das. Ne? Die sind halt festgesetzt, da kann man nichts dran ändern. Was Obleuterunden, Anhörungen etc. angeht, hält sich dann mein Mitleid arg in Grenzen? Weil den Termin, wenn er dann eben konkurrierend zur Fraktionssitzung ist, den habt ihr dann mitgetragen, jeder Einzelne. Ne? Jawohl. Also ihr könnt mir im Kopf schütteln, aber dann gebe ich euch den Tipp an der Stelle, diese Terminfindung könnt ihr beeinflussen in euren Ausschüssen. Also es findet keine Obleuterunde dann eben statt, wenn ihr nicht könnt zu dem Zeitpunkt. Und wenn bis 13.30 Uhr eine Sitzung ist, findet halt um 13 Uhr oder um 13.30 Uhr keine Obleuterunde statt, wenn ihr das nicht möchtet. Punkt. Gibt es auch gar nicht zu diskutieren mit den anderen. Also das nur dazu, dann ich schlage da ergänzend halt eben vor, dass wir dann wirklich an den Tagen, wo halt eben die entsprechenden Ausschüsse, also offizielle Termine sind, dass wir dann das Ende der Fraktionssitzung halt auf 13 Uhr setzen. Damit haben wir, glaube ich, die geforderte Flexibilität dann auch, dass alle dann tatsächlich auch an den nicht öffentlichen Teilen dran teilnehmen können. Und dann ist das soweit in Ordnung. Auf Frank wollte ich kurz eingehen, was die Zeiten angeht. Ja, die Zeiten sollen halt eben vernünftig abgeschätzt werden. Und das ist halt eben dann der Rahmen, der Beschluss über den nicht öffentlichen Teil beinhaltet dann einen Zeitrahmen. Und wenn du zum Beispiel sagst, wir brauchen schätzungsweise 20 Minuten, dann ist das der zur Verfügung stehende Zeitrahmen. Wenn wir halt länger brauchen, so sagte Toso ja auch gerade schon, dann muss der halt nochmal verschoben werden. Passiert dann allerdings vermutlich nicht mehr ganz so häufig, weil irgendwann wird es dann vermutlich auch realistische Schätzungen geben, was den Zeitbedarf einzelner Tagesordnungspunkte angeht. Joachim. Ja, ich kann die Argumente alle mehr oder weniger valide finden. Auf der anderen Seite sind wir angetreten mit dem Anspruch der Transparenz und auch Leute wieder näher an die Politik ranzubringen. Und eine der Randbedingungen von Politik ist für mich und für uns, dass von uns als Abgeordnete ein Maximum an Flexibilität erwartet wird. Das mit den Obleuterunden ist uns nicht immer so. Andere Fraktionssitzungen hören früher auf und manchmal geht es gar nicht anders, als da was hinzulegen. Und auf der einen Seite, an mich selbst den Anspruch eines Maximums an Flexibilität zu stellen, und auf der anderen Seite mich aber einem starren, selbst auferlegten Schema zu unterwerfen, ist für mich ein Widerspruch in sich. Also ich möchte nicht, dass wir einen Fixpunkt für unseren nicht öffentlichen Teil setzen. Das empfinde ich persönlich als nicht besonders motivierend und empfinde ich auch nicht als, eine realistische Weitergabe dessen, was Politik bedeutet nach außen. Darüber hinaus haben alle, die an Fraktionssitzungen interessiert sind, nachher immer noch die Möglichkeit, den öffentlichen Teil per Speicher, per Konserve zu verfolgen. Ingo? Also ich sehne mich ja auch nach diesem Beschluss, finde es auch gut, dass es diesen Beschluss dann hoffentlich bald gibt, möchte allerdings die Gelegenheit nutzen, an das, was wir letzte Woche Montag, Dienstag gesprochen haben, zu erinnern. Das eine ist, Argumente nicht ständig zu wiederholen und zweitens, respektvoll miteinander umzugehen.
Ihr zitiert die Mitarbeiter hier in diesem Raum, über 2 Dutzend sitzen hier, warten darauf, dass der Topf, zu dem Sie hier herzitiert wurden, endlich besprochen wird. Und was macht ihr? Ihr diskutiert hier wieder im Kreis, wiederholt Argumente, wiederholt sie und wiederholt sie und wiederholt sie. Wir sind jetzt eh gleich bei den 15 Minuten. In 2 Minuten der nächste Redner ist Frank. Ja, ich verstehe, was du sagst. Finde ich auch bemerkenswert. Aber Entschuldigung, das ist hier eine Diskussion. Hier geht es um Minderheitenrechte. Ich finde das eine sehr wichtige Diskussion. Die ist aufgebracht worden und die müssen wir dann diskutieren an der Stelle auch. Finde ich, es ist sehr wichtig. Weil hier wurde gesagt, also erstmal sind wir uns, glaube ich, grundsätzlich einig, dass es wichtig ist, dass wir bestimmte Dinge in einem nicht öffentlichen Teil zusammen besprechen. Wenn Mitarbeiter jetzt, wenn denen das nicht spannend genug ist, das ist dann ihre Sache. Sorry, es ist wichtig. Hier wird gleich eine Abstimmung gemacht. Ich habe diesen Tagesordnungspunkt nicht vorgezogen. Jetzt ist er vorgezogen und jetzt muss er diskutiert werden. Wir haben 15 Minuten, die sind gleich vorbei. Hier wurde gerade gesagt, wenn ein Antragsteller die Zeit nicht richtig einstellt, das hat ein Antragsteller nicht in der Hand, wie die Versammlung mit dem Punkt umgeht, wie lange sie ihn diskutiert. Wenn das der Antragsteller in der Hand hätte, wäre super, das ist aber nicht der Fall. Das heißt, das Ausdehnen der Zeiten liegt nicht in den Händen des Antragstellers. Er wird aber dazu gezwungen, also eine Zeit anzugeben. Wenn das nicht reicht, wird der Punkt vertagt. Das heißt, der Antragsteller wird eingeschränkt und kommt mit seinem Punkt möglicherweise nicht zum Zuge. Er wird also gezwungen, eine größere Zeit direkt von Anfang an dafür zu beantragen. Das werde ich, wenn das heute notwendig wird, machen. Ich werde, wir haben eben gesagt, die Obleute-Runde können wir ja anders planen und so. Wir haben heute eine Anhörung zu unserem Antrag mit 12 Sachverständigen zum Thema Flüchtlingsunterbringung. Haben wir heute, 14 Uhr. Und da werde ich nicht direkt aus der Sitzung hier reinspringen. Nee, werde ich nicht. Ich muss mich auch da ein bisschen drauf vorbereiten. Punkt. Also, wir werden jetzt, danke, fände ich gut. Ich finde, wir gehen, wie gesagt, mit Minderheitenrechten hier sehr schlecht um. Einen Antragsteller, ich bin das ja nicht oft, ich spreche für jeden, der die Notwendigkeit für einen nicht öffentlichen Antrag sieht. Ich bin möchte dringend dazu raten, die bisherige Zeit festzuhalten und auch nochmal dafür zu plädieren, wichtige Sachen in 1,5 Stunden vorher zu besprechen, öffentlich. Danke. So, als letzter Redner jetzt Olaf und dann stimmen wir den Antragstext von Daniel ab. Ja, ich möchte noch eben was sagen zu dieser Sache, die vorhin vom Toso vorgetragen worden ist, von wegen, dann müssten wir das eben, also er möchte ja auch zu den öffentlichen Teilen und so von jedem die Meinung haben. Sehe ich nicht ganz so. Also ich muss nicht zu jedem Thema von jedem die Meinung haben, auch von dem nicht öffentlichen Teil nicht. Das ist gar nicht mal der Punkt. Der Punkt ist mehr der, die öffentlichen Teile kann ich mich hinterher ganz klar fehlerfrei darüber informieren, was gelaufen ist. Ja? Okay, ich habe direkt völlig meine Informationsmöglichkeiten. Das habe ich für den nicht öffentlichen Teil nicht. Ja, die kriege ich, wenn bestenfalls, gefärbt. Ja, und selbst wenn ich mir von ganz, ganz vielen die Meinung höre und mir das beschreiben lasse, es wird immer irgendwas Subjektives dabei bleiben. Also habe ich keine andere Möglichkeit, als mich über den nicht öffentlichen Teil wirklich objektiv zu informieren, indem ich in ihm teilnehme. Und das ist der Unterschied zwischen dem öffentlichen und dem nicht öffentlichen Teil für mich. Und deswegen ist bei dem nicht öffentlichen Teil die Möglichkeit der Teilnahme der Abgeordneten für mich höher zu bewerten als bei dem öffentlichen Teil. Und von daher würde ich wieder, wie gesagt, dafür plädieren, dass der nicht öffentliche Teil nicht ans Ende der Sitzung gelegt wird, eben genau wegen den Terminkollisionen. So, vielen Dank. Ich habe keine weiteren Meldungen mehr, deshalb lese ich jetzt nochmal den Antragstext kurz für alle vor, die da scheinbar nicht reinkommen. Erstens, nicht öffentliche Teile werden grundsätzlich am Ende der Sitzung behandelt. Der Beginn des nicht öffentlichen Teils wird entsprechend der eingeschätzten Zeit festgesetzt.
Zweitens, hierzu müssen die Antragsteller eine entsprechende Einschätzung über die Dauer des Stops abgeben, der zwingend einzuhalten ist. Eine Verständnisfrage zu dem zwingend einzuhalten. Wenn man früher fertig ist, was ist dann? Spielen wir uns an Füßen. Also mal davon ab, dass ich das für unrealistisch halte. Wir spielen uns dann an den Füßen, wäre, glaube ich, sinnvoll. Nein, keine Ahnung. Also ich denke, die Intention oder meine Intention ist, dass wir dann mit dem nächsten Top weitermachen. Dann stimmen wir das jetzt ab. Wer möchte diesem Antrag so folgen? Den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Ist das eine Meldung oder? Ja. Danke. So, das sind sieben Ja-Stimmen. Wer ist dagegen? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wer enthält sich? 2 Enthaltungen. 3. Dann ist der Antrag angenommen mit 7 Ja-Stimmen, 6 Nein-Stimmen bei 3 Enthaltungen. Vielen Dank. Damit ist der Top beendet und wir stimmen ganz kurz jetzt den nicht öffentlichen Teil von Frank ab, den wir dann am Ende der Sitzung behandeln werden. Hat da jemand Einwände, den zu behandeln oder zwingende Fragen zu klären? Ich sehe, das ist nicht. Achso, du möchtest, genau, du legst bitte noch kurz eine Zeit fest. Ja gut, nach der Erfahrung, die wir bis jetzt... Der nicht öffentliche Teil, Dietmar. Nach den Erfahrungen, die wir bis jetzt da gesammelt haben, ich hätte es eigentlich recht kurz eingeschätzt, aber... Das kann auch 2 Stunden werden. Ich würde mal sagen, 2 Stunden. Entschuldigung, 1 Stunde 45 Minuten. Sorry. Daniel und dann Dietmar. Okay. Ja. Also wir begeben uns auf die Trollwiese. Ich sag mal, da kann ich mitspielen. Ich glaube, dass wir für den Zeitumfang keine Zeit haben, also nicht in dem Zeitumfang den Antrag beraten können. Würde also bitten, Franks Antrag dementsprechend abzulehnen. Alternativ stelle ich den Antrag mit einem Zeitrahmen von, weil ich ja nett bin, ich bin halt eben nicht nur Troll, sondern auch nett, mit einem Zeitrahmen von 30 Minuten. Dietmar und dann Frank. Ich halte die Thematik für außerordentlich wichtig. Sie ist nicht neu, sie ist zigmal durchgekaut, apropos Trollwiese, sei es drum. Ich habe heute, und da ich den für wichtig halte, würde ich einen Antrag stellen, diesen nicht öffentlichen Teil vorzuziehen oder an einem anderen Zeitpunkt stattfinden zu lassen, denn ich habe um 12:45 eine Obleuterunde, in der unter anderem wesentliche Teile des Finanzministeriums anwesend sein werden. Und diese kann ich leider nicht schwänzen und die werde ich auch nicht schwänzen. Ich halte es aber für wichtig und lege Wert auf die Teilnahme an der Besprechung dieses Punktes. Ja, also... Punkt 1 habe ich eben schon mal gesagt, dass ich es für ziemlich, irgendwas halte, diesen Antrag, diesen Tagesordnungspunkt vorzuziehen und dann direkt anzuwenden auf einen Punkt, der vorher unter anderen Voraussetzungen hier eingebracht wurde, finde ich nicht angemessen. Hat auch mit dem Inhalt des Tagesordnungspunkts ja nichts, mit meines Tagesordnungspunkts nichts zu tun. Insofern, könnte man das für nächste Mal vielleicht anwenden, was wir eben beschlossen haben, und dann gucken, ob man sich irgendwie daran gewöhnt hat oder nochmal was umformuliert. Ansonsten ist das ein ganz klares Beispiel. Ich habe eben gesagt, Schutz von Minderheitenrechten, die werden jetzt gerade eben im Moment mit Füßen getreten, und zwar kräftig. Ist so. Ich bleibe dabei, wir können es vielleicht auf 1 Stunde runterfahren, aber wir haben die Erfahrung gemacht, dass 1 Stunde dauert, Minimum, und was du gerade angebracht hast, wir müssen also 11:45 anfangen. Hilft ja nichts mit deiner Zeit, mit deinem Termin, den du schon hattest. Wir können ja nicht alles umschmeißen jetzt, bloß weil wir von jetzt auf gleich neue Verfahrensweise. Ja, ich weiß. Okay, also ich bleibe halt bei der Einschätzung gerade. Dann stimmen wir.
So, dann stimmen wir jetzt über... Können wir das kurz abstimmen, bitte? Daniel. Wir stimmen jetzt über den beantragten Antrag von Frank, also einen nicht öffentlichen Teil mit einer Länge von 1 Stunde 45 am Ende der Sitzung durchzuführen, ab. Wer ist dafür, dass wir diesen nicht öffentlichen Teil so durchführen? Dann bitte ich um das Handzeichen. Fünf. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Damit ist der Antrag, so wird der nicht behandelt, bei 7 Gegenstimmen, 5 Ja-Stimmen und 3 Enthaltungen. Entschuldigung. Du hast vollkommen recht, Entschuldigung. Brauchst du jetzt noch mal die Abstimmung? Es gab 3 Enthaltungen. Jetzt brauche ich wieder einen Satzungsexperten. Müssen wir die Namen aufführen bei so einer Abstimmung? Müssen wir. Bei der nächsten Abstimmung. Also ab der nächsten Abstimmung mache ich das langsamer. Gut. Dann kommen wir zum nächsten Top. Bericht des Vorstandes. Und der Nico meldet sich. Was? Bitte? Nico, du möchtest noch was? Ja, wir waren ja noch beim Tagesordnungspunkt nicht öffentliche Teile. Es ist vorgesehen, das war ja noch bei Frank. So, und da hatte ich noch eine Wortmeldung. Wir waren bei Franks nicht öffentlichen Teil. Vorher den Tagesordnungspunkt 10 nicht öffentliche Teile hatten wir final behandelt. Wir waren jetzt nur bei Franks Antrag. Wir sind da so reingeglitten. Also mein Anliegen ist, da wir gleich, sage ich mal, Dinge unter dem nächsten übernächsten Tagesordnungspunkt besprechen wollen, die, sage ich mal, personenbezogene Daten enthalten, also die Mitarbeiter betreffen, wollte ich wissen, ob hier von Mitarbeiterseite gewünscht wird, diesen Teil nur fraktionsöffentlich durchzuführen. Falls das hier sich jemand meldet, würde ich dann an der Stelle beantragen, die Öffentlichkeit auf die Fraktionsöffentlichkeit zu begrenzen. Es wäre wünschenswert gewesen, wenn du das in die Tagesordnung reingeschrieben hättest. Außerdem gab es noch ein alternativer Antrag. Ja. Hast recht, ja. Bevor wir Nikos bis jetzt eigentlich nicht festgelegten Punkt abstimmen, ihr habt vollkommen recht. Daniel hat einen Alternativantrag gestellt, nämlich den nicht öffentlichen Teil von Frank in einer Länge von 30 Minuten am Ende der Sitzung zu behandeln. Wer möchte den mit der vorgegebenen Länge so behandeln? Den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Bitte Händchen oben lassen. Jetzt schreib bitte den Namen auf. Wer möchte den nicht öffentlichen Teil im Rahmen von 30 Minuten nicht behandeln? Wer enthält sich? Dietmar und Frank. Und der Lukas. Und der Oliver. Gut, das heißt, wir haben einen nicht öffentlichen Teil von 30 Minuten am Ende der Sitzung zu Franks Thema. So, Nico wollte noch du wolltest die Mitarbeiter fragen, ob sie das Bedürfnis haben, den Teil, der nachher kommt, nur fraktionsöffentlich zu machen. Gibt es da? Okay. Ich sehe keine Meldung, also sind wohl alle dafür, dass es weiter öffentlich behandelt wird. Und wir sind jetzt fertig mit diesen ganzen nicht öffentlichen Teilen. Und wir kommen zu Top Nummer 2 der Tagesordnung, Bericht des Vorstandes. Und ich glaube, da fängt der Nico an, bitte. Und da fängt der Ingo an, wie immer. Genau. Mit Blick auf die fortgeschrittene Zeit fasse ich mich kurz. Wir haben morgen eine Pressekonferenz um 12 Uhr im Rahmen der Landespressekonferenz zu unserem Gesetzentwurf für eine moderne Hochschullandschaft. Es nehmen teil Joachim und Olli.
Dann haben wir nächste Woche Plenum. Fast alle Anträge wurden ordnungsgemäß mit ausgefüllten Deckblättern eingereicht. Und ich bin zuversichtlich, dass ich auch den letzten Antrag Deckblatt noch heute bekomme, sodass wir da dann auch diesen Antrag noch bis 12 Uhr einreichen können. Dann haben wir... Darf ich eine Zwischenfrage zu diesem Punkt stellen? Du wartest. Ich fürchte, du bist jetzt bei einem anderen Thema. Ich danach, würde jetzt oder? Das Thema wechseln. Dann wäre meine Zwischenfrage genau dazu gerade. Ich vermute, dass ich das falsch gehört habe. Erklärst du mir das nochmal mit dem Antragsdeckblatt? Nun ja, also auf diesem Deckblatt stehen Statement und Zusammenfassung. Und in fast allen Fällen hat das auch funktioniert. Ich will jetzt keinen Namen, von wem das irgendwie fehlt. Wir haben beschlossen, dass die Antragsdeckblätter vorliegen müssen. Wir sind am Freitag so ins Fraktionsmumble gegangen mit der Annahme, dass die auch dementsprechend alles vorliegen. Bitte, also ich will das jetzt wirklich nicht. Wer ist mir wirklich scheißegal? Nee, dann lass es. Boah, geh mir doch nicht auf die Nüsse, Nico. Das, ey, ehrlich. Wenn du keinen Bock darauf hast, dann geh. Können wir uns daran halten? Also wir haben auch letzte Woche die Fraktionsklausur gehabt. Da ging es viel um Verbindlichkeit und was weiß ich nicht alles. Das ist jetzt dann schon wieder nicht der Fall. Ich verstehe das nicht, ehrlich nicht. Ingo rennt da wieder hinterher, dass die scheiß Statements dann irgendwie da sind, dass er seine Pressemitteilung entsprechend vorbereiten und verfassen kann. Können wir uns da bitte darauf verständigen, dass beim nächsten Fraktionsmumble das dann wirklich alles so vorbereitet ist und vorliegt, wie wir es beschlossen haben? Wäre ich echt außerordentlich dankbar. Wir hatten das Thema, aber das sagt Nico vielleicht ja auch noch gestern auch in der Vorstandssitzung. Ingo, fährst du bitte fort? Ja, außerdem haben wir den NRW-Tag Ende Juni. Da haben sich mittlerweile 12 MDL an dieser Umfrage beteiligt. Ja, es gibt zwei Umfragen, einmal im PET und einmal in Doodle. Ist mir auch völlig egal, wo ihr da teilnehmt in dieser Umfrage. 7 MDL haben sich noch gar nicht geäußert, ob sie zum NRW-Tag oder zum zeitgleich stattfindenden BPT fahren. Es wäre für die Planung sehr hilfreich, wenn diese 7 das noch tun könnten. Ansonsten haben sich mittlerweile 5 MDL bereit erklärt, in Bielefeld zu sein und Standdienste zu übernehmen. Schon mal dafür vielen Dank. Wir waren uns eigentlich auch gestern in der Vorstandssitzung einig, dass es durchaus Sinn macht, da noch mit mehr Leuten hinzufahren und würden dann auch die Mitarbeiter ins Boot holen wollen. Und fragen, vielleicht ist es auch praktisch, dass jetzt so viele da sind, ob Mitarbeiter bereit sind, nach Bielefeld zu fahren und da das Wochenende am Infostand zu verbringen. Auch da gilt, tragt euch bitte, wenn ihr da teilnehmen wollt, in die Doodle-Umfrage ein oder im Pad. Ist auch völlig egal. Und dann klären wir alle Details dann im weiteren Verlauf. Und damit bin ich fertig. Danke, Ingo. Dann jetzt bitte Nico. Ja, vielen Dank. Zunächst mal schön, dass wir nach der Generalgesamtfraktionsklausur hier alle wieder wohlbehalten zurückgekommen sind. An der Stelle nochmal Dank an das Orga-Team, an Britta, an die Ulrike, an die Sandra, an Grumpy und natürlich auch an Oliver. Ich denke, das hat wunderbar geklappt und wir konnten da eine Menge aus der Veranstaltung mitnehmen. Dann an der Stelle ab Mitarbeiter. Wir haben zwei Neuzugänge, die noch nicht hier in diesem Rahmen vorgestellt wurden. Da ist einmal die Nicole Najemnik, die jetzt offensichtlich für die Protokollierung zuständig ist, als Assistenz im PGF-Büro. Und dann haben wir dort drüben noch den Gerrit, der die Vertretung für KIMI hier für uns in der IT übernommen hat. Herzlich willkommen und nochmal an dieser Stelle. Um das kurz abzukürzen, NRW-Tag, um da noch, sag ich mal, die Beteiligungsquote etwas zu erhöhen, wird sich Max nochmal an alle MDL wenden, die sich da noch nicht zu geäußert haben und abklären, ob der Abgeordnete selber erscheint oder vielleicht es möglich ist, zumindest über persönliche Mitarbeiter da eine ausreichende Standbesetzung herzustellen. Ich denke, das ist angezeigt. Wir haben halt jetzt diese Situation mit dem Bundesparteitag. Ich kann
ich kann verstehen, dass es da Interessenkollisionen gibt oder dass da man zwei Herzen in einer Brust schlagen, vor der Situation stehe ich auch. Aber wir haben natürlich als Fraktion die Verpflichtung, den NRW-Tag da vernünftig durchzuführen. Und ich denke auch, dass uns das gelingt. Wie gesagt, im Anschluss an die Sitzung wird Max sich nochmal bei euch erkundigen und da nach Lösungen suchen. Ja, damit möchte ich es dann an der Stelle im Hinblick auf die Zeit dann auch belassen. Alles Weitere gibt es natürlich auch im Vorstandspad nachzulesen. Ja, vielen Dank. Ja, danke Nico. Das heißt, wir kommen zum nächsten Top und das ist, glaube ich, der, den die meisten jetzt interessieren, nämlich Arbeitsgruppen. Wer möchte was dazu sagen? Nico? Ja, mache ich direkt weiter. Wichtiger Punkt für mich, kann sich jeder vorstellen. Wir haben das sozusagen von der Gesamtfraktionsklausur, Generalklausur, jetzt hier in diese Vorstandssitzung verlagert. Das war der Wille der dort versammelten Menschen. Dem sind wir jetzt als Vorstand hier gefolgt. Ich habe auch dazu eine Beschlussvorlage rumgeschickt gestern, die sozusagen das aufgenommen hat, was wir in Hattingen besprochen haben. Es geht also darum, dass wir drei Arbeitsgruppen einrichten wollen, die sich um drei verschiedene Themen kümmern. Das eine Thema ist der Verhaltenskodex. In Hattingen hatten wir das unter dem Slot Code of Ethics diskutiert und besprochen. Dann geht es darum das Thema Verantwortung und um das Thema Leitbild der Fraktion. Zu dem Thema Verhaltenskodex, Code of Ethics, hatte sich ja schon dankenswerterweise die Ines dort zu Wort gemeldet und dort Verantwortung übernommen, diesen Prozess weiter begleiten zu wollen. Ich würde das entsprechend dann auch empfehlen für die beiden anderen Gruppen, dass sich dort jemand verantwortlich findet. Und dann geht es in einem weiteren Schritt um die Frage, ob wir diesen Prozess, sage ich mal, bei uns selbst überlassen oder ob wir einen externen Berater dazu holen, der diesen Prozess moderierend begleitet. Und in einer dritten Abfrage, in einem dritten Meinungsbild geht es dann darum, ob wir an dieser Stelle schon eine spezielle Person mit dieser Aufgabe betrauen. Da sind zwei Moderatoren stehen da im Raum, die sind uns bekannt. Eine weitere Alternative wäre, dass man das jeder Gruppe selbst überlässt. Ich gehe dann, das ist die grundsätzliche Herangehensweise, wie wir uns das jetzt vorgestellt hatten. Erstmal die Meinungsbilder dazu einholen, um sozusagen die Stimmung in der Fraktion mit aufzunehmen, weil ich denke, das ist halt ein Prozess, der nicht nur, das klar, trifft halt nicht nur die MDL, sondern wichtig ist, dass der von den Mitarbeitern auch so in dieser Art und Weise mitgetragen ist. Und um das einzuholen, eben diese Stimmung, jetzt das Meinungsbild und darauf aufbauend, würde ich dann diese Fragen dann auch zur Abstimmung an die MDL stellen. Vielen Dank. Dietmar? Ja, erstmal danke, Nico, für die Zusammenfassung der von euch gemeinsam, wie auch immer im Vorstand erarbeiteten Beschlussvorlage. Ein Aspekt, weiß nicht, ob wir den hinten an nochmal in das Meinungsbild einfließen lassen. Mir fehlt so ein bisschen der Aspekt, keine Moderation. Ja, da könnte man da zwar drin fassen, Moderation. Keine Moderation deshalb, weil die Moderation letztendlich hingeführt hat, ist das Ergebnis, welches hier schon steht, unter Römisch erstens, nämlich, dass wir Arbeitsgruppen bilden. Es hatten sich ja auch unter der Moderation bereits in Hattingen zu allen Arbeitsgruppen Menschen gemeldet, die daran teilnehmen. Das war sehr schön, vom Proport sehr schön verteilt. Und ich denke auch, es wäre der Flexibilität abträglich, wenn wir jeweils noch externe Menschen mit einbeziehen müssten, weil wir sind hier zusammen alle. Und können jederzeit, ich sag mal, vom Tisch, vom Mittagstisch da in die Arbeitsgruppe springen, wenn man so will. Also mir wäre es ganz recht, wenn wir in das Meinungsbild, wenn das jetzt abgefragt wird, noch den Punkt unter vielleicht 2
B dann einfügen, dass wir keine Moderation innerhalb der Arbeitsgruppen machen. Es sei denn, wir sagen, wir machen die Moderation, die führen wir ja innerhalb der Arbeitsgruppe. Also wir machen ja nicht das erste Mal eine Arbeitsgruppe hier bei uns in der Fraktion. Und dann ist immer die Frage, müssen wir dann noch irgendwie Menschen reinholen? Das stelle ich mal zur Diskussion. Du willst direkt erwidern und dann Daniel, okay. Also genau die Frage, die du in den Raum stellst, wollte ich damit abfragen. Also wünschen wir eine Moderation mit externen Berater oder nicht? Also genau das, was du möchtest, ist also mit dieser Frage, denke ich mal, abgedeckt. So war sie zumindest gemeint. Ich weiß jetzt, wie man die anders auffassen kann. Daniel. Ja, danke schön. Ich habe eine Frage und eine Anmerkung. Die Frage wäre in Bezug auf das Meinungsbild zu dem dritten Punkt, also wer die Moderation übernehmen möchte. Ich persönlich glaube, dass nicht ganz irrelevant ist, wie der Kostenrahmen gegebenenfalls ist. Ich vermute, dass sich der sehr unterscheiden wird, ob das Team Steffenhagen machen wird oder Frau Terlinden machen wird. Da würde ich also gerne wissen, ob es dazu schon irgendwie Informationen gibt, ob Team Steffenhagen zum Beispiel schon irgendwie was gesagt hatte, was ist ja letzten Endes auch deren Vorschlag gewesen. Und zum Zweiten, ich hatte auf der Klausurtagung in meinem letzten Statement hierzu angeregt, dass die ganze Fraktion darüber abstimmen sollte. Und mir ist das an der Stelle zu wenig, also mir ist ein Meinungsbild zu wenig. Ich würde gerne beantragen, dass wir hier halt außerhalb unserer normalen Satzung und Wahlordnung und was wir sonst noch so haben, tatsächlich, dass hier alle Fraktionszugehörigen, Angehörigen, alle Mitarbeiter, alle persönlichen Mitarbeiter, also alle, die dieser Betriebsgemeinschaft irgendwie angehören, hierüber stimmberechtigt sind und wir eine Abstimmung tatsächlich unter allen dann anwesenden Abgeordneten und Mitarbeitern durchführen. Also tatsächlich über das Meinungsbild hinausgehen. Also, ob das jetzt, ja, bitte? Ja, du bist jetzt dran, Frank. Zu diesen Punkten. Frank? Ja, Entschuldigung. Nee, das wäre jetzt eine Verständnisfrage. Also sprich auch die Moderationsfrage. Ja, klar. Wolltest du noch was sagen, Frank? Okay. Ich überlege jetzt, ob das, aber gut, das müssen dann die Abstimmenden entscheiden, ob sie da, wie weit sie sich da beteiligen können. Ich weiß jetzt nicht, ob die einzelnen Personen jeweils allen bekannt sind, aber okay. Interessant, dass wir nicht über den ersten Teil so sprechen, sondern nur über die Moderation, weil das ist nämlich auch mein Punkt. Ich finde grundsätzlich, das mit den Arbeitsgruppen ist ein guter Punkt, auch dass die gut durchmischt sind. Ich glaube oder ich denke, dass eine Moderation sehr wichtig ist, allein aus praktischen Gründen. Also selbst wenn wir, Dietmar, da gebe ich dir durchaus recht, dass wir kompetent genug sind, über die einzelnen Punkte inhaltlich zu sprechen. Aber ich sage mal, allein aus praktischen Gründen, dass eine Moderation ausgelagert ist und ein bisschen Struktur gibt, ist, glaube ich, sehr, sehr hilfreich. Sollten wir auf jeden Fall machen für alle Gruppen und wird den Punkt C vielleicht so formulieren, dass die Auswahl der Moderation in Abstimmung mit der jeweiligen Arbeitsgruppe, dass wir uns nicht so festlegen, entweder die eine oder andere für alle Arbeitsgruppen, sondern dass möglicherweise eine Arbeitsgruppe selber entscheiden kann, ob sie lieber eher in Richtung Mediation oder in Richtung Moderation geht. Wäre eine Option, die ich gerne einbringen würde. Und um dir ein bisschen Angst zu nehmen, Dietmar, so habe ich das rausgehört, die Moderation sehe ich nicht so, dass sie inhaltlich sich aktivst beteiligt. Ich glaube, da sind die Beteiligten, die Teilnehmer aus der Fraktion schon durchaus in der Lage, da eventuelle Einflussnahmen auch abzuwehren. Insofern nochmal Plädoyer auf jeden Fall für eine Moderation in allen Arbeitsgruppen. Grumpy, war das eine Meldung, Dietmar? Machst du bitte vorher noch dein Mikro aus? Grumpy. Ja, ich wollte nur vorschlagen, dass wir unter Römisch 3 noch ein D hinzufügen. Die Moderation wird erneut ausgeschrieben aufgrund einer nicht genauer zu benennenden Summe, die eventuell nach den Ausschreibungsregeln für diese bereits abgeschlossenen Punkte
alleine auch im Sinne der Transparenz an dieser Stelle und der offenen Möglichkeiten für neue Moderationsteams oder andere Moderationsteams in der Hinsicht ganz einfach ja, neu ausgeschrieben wird. Vielen Dank. Nico. Ja, mehrere Anmerkungen jetzt, meine Vorredner. Frank, bei der, du hattest ja lobend sozusagen die Formulierung erwähnt, was die Teilnahme an Gruppen angeht, dass die limitiert ist. Der Hintergrund war jetzt dabei meiner Meinung nach nicht, dass es da unbedingt eine Durchmischung, du hast von einer Durchmischung der Gruppen gesprochen, das mag ein Nebeneffekt sein, das hat einen ganz praktischen organisatorischen Hintergrund, dass wir die Arbeitsfähigkeit sicherstellen wollten und keine damit es nicht massiven Terminüberschneidungen kommt, wo man dann überhaupt keine Sitzungstermine für diese Arbeitsgruppen dann mehr findet, weil jeder irgendwo noch einen anderen Termin hat. Das dazu. Zu Grumpy, wenn das würde, deiner Ansicht würde sozusagen auf die dritte Option C zulaufen, dass jede Gruppe das selber bestimmt und die müssten sich dann entsprechend darum kümmern unter Einhaltung der Regelung. Das ist halt dann hier zur Wahl gestellt, ob man halt auf ein bekanntes Team zugreift und da kennen wir ja die unterschiedlichen Stile, die lassen sich auch gar nicht vom Tisch wischen, will auch keiner. Der Vorteil ist halt, dass man sie kennt und dann kann man sich positiv eben hier an der Stelle auch dafür entscheiden oder man lässt es halt. Wenn man jetzt an der Stelle das nicht machen will, dann muss man natürlich entsprechend, da bin ich bei Grumpy, das entsprechend dann veranstalten, läge dann aber auch in der Verantwortung dieser Gruppe. Ne, so sehe ich das. Und was jetzt das Abstimmungsverfahren angeht, das ist jetzt natürlich ein bisschen kritisch. Also wir kennen Meinungsbilder und wir haben uns auf der Klausur dazu committed, dass wir das in der nächsten Fraktionssitzung einholen. Jetzt da auf ein Verfahren zu verweisen, das keiner kennt, das auch nicht in der Satzung drin steht, halte ich für schwierig an der Stelle, weil es auch, wie gesagt, so nicht vereinbart war, sondern das Ding war, wir machen das auf der nächsten Fraktionssitzung. Das ist jetzt nun mal hier an der Stelle. Ich wüsste auch nicht, wie das jetzt sinnvollerweise umzusetzen wäre. Von daher möchte ich die entsprechende Einladung, die Entscheidung dann auch hier haben, weil ich denke, uns läuft auch ein bisschen die Zeit davon und ich möchte, dass da der Prozess auch weitergeht, dass Ines da auch Planungssicherheit hat und dass wir weiterkommen. Oliver. Ja, Dankeschön. Ich möchte zuerst anmerken, dass wir ja hier alle Mitarbeiter eingeladen haben, hier an diesem Meinungsbild teilzunehmen. Aber ich denke, auch wenn natürlich jetzt jeder denkt, oh nein, dann dauert das alles noch länger, dazu gehört auch an der Diskussion teilzunehmen. Also ich rufe durchaus zur Wortmeldung auf. Dann für die Abstimmung, was allerdings Daniel Düngel vorgeschlagen hat, wenn wir jetzt statt einem Meinungsbild hier vor Ort eine Abstimmung machen, glaube ich fast, dass eine Lime-Survey-Abstimmung oder sowas besser wäre, beziehungsweise dass wir eigentlich eine Urabstimmung bräuchten, weil wir haben ja nun jetzt nicht alle Mitarbeiter hier, fände ich, da wir keine Anwesenheitspflicht für Mitarbeiter hier in dieser Fraktionssitzung haben, dann unfair durchaus jetzt hier eine Abstimmung zu machen, anstatt ein Meinungsbild einzuholen. Zu Nico, er hat eben gesagt, Ines hat ja den Hut auf für die eine Sache, wir müssen natürlich Hüte verteilen für die beiden anderen Arbeitsgruppen. Würde mich auch, wenn es kein anderer macht, für die Leitbilder da bereit erklären, das zumindest zu starten. Da sollten sich vielleicht dann drei Leute, die zumindest die Initiierung machen, auch mal einmal vorher treffen, um das vorzubereiten. Das kündige ich hiermit nur schon mal an, dass wir natürlich, wenn wir hier dann abgestimmt haben, wir Arbeitsgruppen auch anfangen müssen, ja, Arbeitsgruppen. Und letzter Punkt, ich möchte noch mal C etwas besser erklären. C heißt, die Moderation erfolgt in Abstimmung mit der jeweiligen Arbeitsgruppe. Ich stelle mir das persönlich so vor, dass die Arbeitsgruppe anfängt, mal alleine das auf die Beine zu stellen, zu erarbeiten, und dann vielleicht darauf hinarbeitet auf einen Tag mit Moderation,
da allerdings sich vorher schon trifft, vorher schon Vorbereitungen trifft, vorher vorbereitet, dann einen Tag mal durchzieht mit Moderation, richtig Butter bei die Fische und dann aber auch alleine nacharbeitet. Ich mute uns so viel Eigenverantwortung, aber auch so viel Kompetenz zu, das zu schaffen. Ich glaube auch, dass das geht, wenn wir tatsächlich bei der Gruppengröße 8 bis 12 Teilnehmern bleiben, denn wie wir alle noch vom Crew-System kennen, ab 10 wird geteilt, weil man dann nicht mehr ordentlich miteinander ohne größere Methoden Was sagtest du, Toso? Entschuldigung, ich breche ab. Ich war durch. Entschuldigung. Dietmar? Gut. Also, erstens, ich habe keine Angst, Frank, ne? Gar keine. Sollte ich haben, okay, Kai, ich komme darauf zurück. die Moderationsfrage scheint ja doch unterschwellig immer noch eine Rolle zu spielen, auch vor allem, was die Kosten angeht, wie Grumpy es angesprochen hat. Und Nico, ich glaube, du hast Grumpy da missverstanden, glaube ich. Weil Grumpy meinte das hinsichtlich der Kosten und der Ausschreibung bezüglich der Moderationsteams oder Moderatoren generell und nicht, dass das ins Belieben einer jeweiligen Arbeitsgruppe zu stellen wäre. Und so bin ich auch der Auffassung, dass wir hier im Vorfeld ganz klar wissen müssen, was kommen hier für den Fall einer Moderation auf die Fraktion, auf den Steuerzahler für Kosten zu, wenn denn eine Arbeitsgruppe an 10 verschiedenen Terminen, die sie abhält, die Firma Steffenhagen beispielsweise bestellt. Oder eben alternativ Frau der Linden, wie es aufgeführt ist. Oder alternativ XY, der vielleicht noch dann gewählt werden muss oder herausgefunden werden muss. Nur es kann natürlich eher nicht sein aus meiner Sicht, dass dann, wenn sich eine Arbeitsgruppe zu einer dritten Lösung entschließt, das heißt zu einem dritten Moderator oder Moderationsteam, dann ihrerseits eine Ausschreibung machen muss bezüglich dieser Wahl. Weil die Ausschreibung muss meines Erachtens, wenn, dann jetzt passieren. Das heißt, im Vorfeld jeder Art von Moderation in Bezug auf, auch von mir aus, die bereits bekannten Personen oder Gruppen oder Firmen. Und von daher sollten wir schon tatsächlich vorher über den Kostenrahmen Bescheid wissen. Und den hätte ich auch gerne, abgesehen davon, retrospektiv für die Klausurtagung mal konkret gewusst, um überhaupt da mal eine Einschätzung zu haben, auf was wir uns hier insgesamt einlassen. Olaf, bitte. Ja gut, dass ich nicht allzu viel von dieser Art des Vorgehens halte, diese drei Arbeitsgruppen einzusetzen oder so, dürfte bekannt sein, habe ich ja auch auf der Klausurtagung deutlich gesagt. Ich möchte deswegen auch nur auf einen Punkt eingehen, und zwar ist die Sache mit der Abstimmung oder des Meinungsbildes. Da ich jetzt dagegen bin, würde ich jetzt, wenn wir jetzt abstimmen würden, dagegen stimmen. Was sollte ich denn tun, wenn wir jetzt ein Meinungsbild bekommen und die Mehrheit des Meinungsbildes sagt ja? Dann bin ich dann unter Druck gesetzt, verhalte ich mich dann anständig, verhalte ich mich unanständig, wenn ich weiterhin dagegen stimme, soll ich mich bestenfalls enthalten, weil ich mich einfach nicht mehr der Mehrheit des Meinungsbildes anschließen kann, weil ich es wirklich nicht kann. Und von daher ist eine Möglichkeit, ein Meinungsbild über eine Sache einzuholen, die größer ist als die Gruppe, die hinterher die Entscheidungen trifft, für mich völliger Blödsinn. Weil es dann nur die Leute, die Entscheidungen zu treffen haben, wenn sich jetzt irgendwer darauf zurückzieht und sagt, ja nee, aber wir haben ja die Verantwortung. Ja, dann habe ich die Verantwortung. Habe ich dann die Verantwortung des Meinungsbildes oder welche Verantwortung habe ich dann? Und von daher kann ich, muss ich ehrlich sagen, es nicht verstehen, warum ein Meinungsbild von einer größeren Gruppe gefordert wird, um danach dann von einer kleineren Gruppe, die eine Teilmenge dieser Gruppe ist, eine Entscheidung zu fordern. Entweder trifft die ganze Gruppe die Entscheidung, oder es ist eben, dann geht es nicht anders, dann kann ich die große Gruppe nicht mit einbeziehen. Eins von beiden, beides geht nicht. Und von daher möchte ich mich auch nochmal ganz klar dem, was der Daniel gesagt hat, anschließen. Es muss eine Entscheidung der ganzen Gruppe, sprich der ganzen Fraktion, herbeigeführt werden, egal welche Schwierigkeiten das jetzt mit sich bringt, weil alles andere bringt unheimlich starke Entscheidungsschwierigkeiten innerhalb der Gruppe mit sich. Und ich möchte es auch andersrum nicht haben, dass irgendwelche Leute unter Druck gesetzt werden, ey, die Masse hat aber so abgestimmt und du bist jetzt der auf der Kippe stand oder so. Wenn du dich jetzt anders entschieden hättest, wäre die Entscheidung in Richtung der ganzen Gruppe ausgegangen. Das darf nicht sein und dieses Druck
Mittel kann ich nicht unterstützen. Tut mir leid. Finde ich wirklich völlig daneben. Die ersten 16,5 Minuten zu dem Top sind vorbei. Wir haben noch 4 Leute auf der Rednerliste. Nach diesen 4 würde ich erneut darüber abstimmen lassen, ob wir weitermachen. Aber die kommen jetzt erstmal noch dran. Und der nächste Redner ist die Andrea. Ich bitte, meine Anmerkung nicht als Votum für oder gegen irgendeine dieser Möglichkeiten zu sehen. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass das Team Steffenhagen oder auch irgendeine andere Moderation immer eine bestimmte Richtung verfolgt und dass jeder Wechsel der Moderation oder irgendeines Teams immer wieder zu einer neuen Idee führt. Das heißt, also die verfolgen ja eine organisationspsychologische oder eine pädagogische Richtung und ein nächstes Team kann nicht zwingend alle Dinge wissen, die damit einbezogen werden oder Konzepte, die damit verfolgt werden. Das heißt, eine nächste unterschiedliche Moderation, wenn das jetzt neu ausgeschrieben wird und was anderes gewählt wird, könnte da wieder irgendwie kontraproduktiv sein oder müsste wieder von vorne anfangen. Ja, also ich wollte das nur zu bedenken geben, dass einfach eine Linie damit unterbrochen würde, wenn wir jetzt irgendwie wieder was anderes wählen. Kai. Ja, vielen Dank. Zunächst zu Oliver, der sagte, ihm würde da ein Lime-Survey vorschweben. Das kann ich überhaupt nicht teilen. Okay, aber generell bin ich der Meinung, wenn wir das diskutieren, dann sollten wir auch alle an der Diskussion teilnehmen und dann gemeinschaftlich abstimmen. Also da bin ich dann auch ganz bei Olaf, das ist eine Entscheidung der ganzen Gruppe. Von daher, wenn wir diese Entscheidung fällen, finde ich den Vorschlag richtig, die Fraktion, die Angestellten mitentscheiden zu lassen und das dann tatsächlich in großer Runde zu tun. Und nicht mit einer zerfaserten, mit einem Meinungsbild dazwischen oder was auch immer, sondern Diskussion und anschließende Abstimmung. Interessant waren noch die Kosten. Die zukünftigen Kosten seien relevant, sagten Dietmar und Grumpy. Ich finde auch die vergangenen Kosten erstmal interessant. Okay, habe ich bei dir nicht wahrgenommen. Da hätte ich auch gerne noch eine Aufstellung darüber. Und noch zu Andrea. Jedes Team verfolgt eine bestimmte Richtung, hast du gesagt. Das ist korrekt. Aber wenn wir uns mal zurückerinnern als Fraktion, dann war das in der Vergangenheit so, dass die Ergebnisse von Frau Thea Linden nicht großartig unterschiedlich waren von dem, was wir jetzt in der Gesamtfraktionsklausur erarbeitet haben. Also ich glaube, dass das Ergebnis, was diese GfK jetzt gebracht hat, Ergebnis in Anführungszeichen, nichts großartig anderes ist als das, was wir vorher schon hatten. Wir haben halt jetzt einmal den Prozess als Gesamtfraktion durchlaufen, damit alle das mal verinnerlichen. Ich halte es aber nicht für relevant für die Umsetzung hinterher. Für die Umsetzung hinterher gelten für mich ganz andere Parameter. Da steht eigentlich nur die Frage im Raum, wer kann das mit uns umsetzen? Kann Frau Tellinen das mit uns umsetzen? Kann Steffenhagen das umsetzen? Kann das eventuell jemand anders sogar noch besser umsetzen? Das wäre für mich im Vordergrund und nicht, wie die Ergebnisse waren, weil die Probleme sind immer die gleichen und die wissen wir auch schon sehr lange. Ulrike. Also ich wollte mich auch nochmal dem, was Andrea gesagt hat, anschließen. Man hat im Prinzip ja hier jetzt 2 Leute schon beauftragt, einmal die Steffenhagener und einmal die Frau Tellinden. Und also entgegen Grumpy würde ich sagen, wenn man jetzt wieder neu ausschreibt und jemanden Dritten dazu nimmt, dann steht er ja erstmal gar nicht mit Stoff. Und wir sind ja eigentlich in der Situation gewesen am letzten Dienstag, dass wir umgehen sollten mit einem Vorschlag, der uns gemacht wurde. Es gab ein Beratungsteam und das hat gesagt, wir machen jetzt 3 Gruppen und gehen in der und der Weise vor. Und eigentlich sollte man sich entscheiden, ob man es fortsetzt oder nicht fortsetzt. Und ich finde, man kann auch nicht sagen, die Gruppen entscheiden irgendwie selber, weil ob ich jetzt so und so viel 1.000 oder so viel 100 ausgebe, man kann ja nicht sagen, die verfügen über Fraktionsgelder. Also ich finde, man müsste jetzt einfach mal sich konkret für Top oder Flop aussprechen. Und ich wollte anbieten, dass ich diese Gruppe Verantwortung koordinieren würde, wenn der Bedarf dafür besteht. Danke. Daniel. Ja, kurz zu Olli, Lime Survey, du hast natürlich recht, also so würden wir tatsächlich alle erreichen, aber machen wir ja sonst auch nicht. Also es stimmen dann halt die an, die anwesend sind. Das wäre jetzt hier in dem Fall auch so. Ich sehe da auch überhaupt kein Problem drin. Ich glaube auch gerade von den Mitarbeitern sind wir ja jetzt auch nicht schlecht vertreten. Also es ist ja jetzt auch ganz ordentlich besucht, was auch schön ist.
Ich vermute, dass die Punkte 1 und 2, die Nico gemeldet hatte, relativ halt unumstritten sind. Also das ist zumindest meine bisherige Wahrnehmung. Also ich glaube, dass es mehrheitlich so ist, dass wir so verfahren wollen. Dann bliebe nachher tatsächlich die Entscheidung und also ich will noch auf einen weiteren Punkt hinaus, dass wir es nicht ohne Moderatoren schaffen, hat, glaube ich, spätestens der Punkt noch mal gezeigt, als das Team Steffenhagen uns letzte Woche auf der Fraktionsklausur dann mal für eine halbe oder dreiviertel Stunde alleine gelassen hat. Wir haben da ja, ich weiß selber, dass ich den Stein da durchaus ins Rollen gebracht habe, das ist mir ja bewusst. Aber letzten Endes hat der Diskussionsverlauf gezeigt, dass wir es eben nicht alleine können. So, und insofern, ich mag das nicht so sehr, aber ist es alternativlos, dass tatsächlich, also wir brauchen eine Moderation. Das heißt, wir müssen uns dann an der Stelle darüber unterhalten, ob es halt eben Frau Terlinden ist, ob es weiterhin das Team Steffenhagen ist oder meinetwegen auch irgendjemand Drittes, wobei ich persönlich jetzt jemand Drittes für Schwachsinn halt halten würde, aus den verschiedensten Gründen, die auch schon genannt wurden. Also mein ganz klarer Vorschlag, lass uns heute hier über die ersten beiden Punkte mit allen Anwesenden abstimmen. Lass uns das entsprechend so annehmen. Über den Punkt 3 können wir, glaube ich, tatsächlich nur abstimmen, wenn wir dann konkrete Zahlen vorliegen haben. Ich hatte mit Nico jetzt gerade schon gesprochen. Das ist vielleicht in einem öffentlichen Teil über die Zahlen zu reden nicht allzu clever. Das kann ich nachvollziehen. Insofern ziehe ich da meine Frage von eben so weit zurück. Und da blicke ich jetzt mal so speziell in die Mitarbeiterschaft, die ja letzte Woche auch darauf gedrängt hat, dass wir möglichst schnell eine Entscheidung treffen und dann verbindlich halt eben weiter damit umgehen. Ob das so weit okay wäre, wenn wir die ersten beiden Punkte heute entscheiden und den dritten Punkt, wer also tatsächlich die Moderation übernimmt, dann halt nochmal um ein paar Tage auf die nächste Fraktionssitzung verschieben und bis dahin halt entsprechend die Zahlen vorgelegt werden können, damit wir dann tatsächlich auch darüber entscheiden können. Ich halte das für erforderlich, dass wir tatsächlich Zahlen haben, über die dann abzustimmen wäre. Okay, jetzt kommen auch noch mehrere Wortmeldungen, das heißt, ich muss das kurz abstimmen, weil wir jetzt inzwischen schon 25 Minuten über das Thema sprechen. Wer möchte weitere 15 Minuten sich mit dem Thema auseinandersetzen? Die Alternative ist, dass wir es direkt abstimmen. Ja, okay, komm. Ach, dafür. Wer ist dagegen, dass wir weitere 15 Minuten reden? Oh, jetzt habe ich wieder zu schnell die Hände. Okay. Wer enthält sich? Das sind 8 dafür, kein dagegen, 5 Enthaltungen. Entschuldigung, du warst dagegen? 8, 1, 6. So, das heißt, wir machen weitere. So, dann hatte ich jetzt als nächstes Sekunde den Johannes. Schieß. Es wäre eigentlich sogar konkret ein Meinungsbild. Also ob wir die Abgeordneten, die anwesenden Abgeordneten uns vorstellen können, dass wir diese Entscheidungen, die zu treffen sind, mit der gesamten Fraktion treffen. Das würde ich gerne einmal wissen wollen, welcher Abgeordneter, wer sich das vorstellen kann. Wäre das okay? Was denn? Also wer von den Abgeordneten sich vorstellen kann, dass wir die Entscheidung mit der gesamten Fraktion, also mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern treffen? Wir müssen keine Satzung ändern. Also das ist auch tatsächlich so ein bisschen, Nico sagt es gerade, deswegen ja das Meinungsbild. Also ich würde gerne, wenn das ein strittiger Punkt ist und wir nachher hier irgendwie, 10-9 oder sowas, dann sollten wir es möglicherweise fallen lassen.
Ja, aber wenn wir uns relativ einig sind und die gesamte Fraktion sagt, also die MDL sagen, lass uns das mit allen abstimmen, dann wissen wir, wie wir weiter vorzugehen haben. Gut, dann machen wir kurz zwischendurch ein Meinungsbild. Ja. Wer von den Abgeordneten kann sich das vorstellen, dass wir die Punkte, um die es jetzt hier gerade geht, mit der gesamten Fraktion abstimmen? Dann bitte ich um das Handzeichen. Ist nur ein Meinungsbild, da brauchst du die Namen nicht aufschreiben. Wer kann sich das nicht vorstellen? Einer. Wer enthält sich? Okay, also ich teile mit, dass das Meinungsbild überwiegend positiv ausgefallen ist. Also positiv bei einer Nein-Stimme. Gut. Dann machen wir weiter mit der Rednerliste und der Johannes ist der Nächste. Ja, jetzt muss ich hier leider auch noch was zum Verfahren sagen. Zunächst einmal, ich appelliere daran, dass man von dem Verfahren, wie es per Mail gestern angekündigt wurde, für heute nicht abweicht. Es wäre sehr misslich, wenn Mitarbeiter, die heute nicht hier sind, plötzlich an irgendwelche Entscheidungen versäumen, zu denen sie eigentlich dazu kommen sollten. Zudem bin ich generell dagegen, dass die Mitarbeiter in dieser Frage an einer verbindlichen Entscheidung beteiligt werden, aus einem kleinen Grund, und zwar nur praktisch, rechtlich wissen andere besser Bescheid. Es darf auf keinen Fall zu der Situation kommen, dass eine große Gruppe von Abgeordneten in dieser Frage überstimmt wird, weil dann ist das ganze Verfahren sinnlos. Wir brauchen einen ganz breiten Übereinstimmung bei euch Abgeordneten. Sonst brauchen wir keine Arbeitsgruppen. Ja, ich hatte irgendwas noch was, aber das fällt mir gerade nicht mehr ein. Danke. Danke, dann ist der nächste jetzt der Nico. Dankeschön. Erstmal danke, Daniel, für den Vorschlag grundsätzlich, auch wenn ich jetzt mich den Bedenken von Johannes da anschließen kann und mich auch eben dementsprechend bei der Abstimmung so verhalten habe. Nicht, dass ich nicht möchte, dass die Mitarbeiter mit einbezogen werden, sonst hätte ich die Einladung nicht ausgesprochen, aber es gibt halt diese Bedenken, es gibt die Satzungsbedenken, die dagegen sprechen, und ich denke mal, wir als MDLer haben die Verantwortung, da müssen wir sie eben auch wahrnehmen. Wir sind da ein ganz essentieller Punkt, und da will ich mich nicht drücken, und ich finde, wir sollten uns da insgesamt nicht drücken. Und danke auch für das Verständnis, was die Kostenfrage angeht. Ich kann das gerne vertraulich intern nochmal kommunizieren. Ich sehe es aber auch so, dass das jetzt bei dem Meinungsbild eigentlich keine Rolle spielen sollte, weil die Kosten sind ja auch jetzt wirklich nicht, da liegen jetzt nicht Welten dazwischen, das ist nicht eine andere Galaxie oder so, das ist alles darstellbar. Und ich möchte einfach, dass wir inhaltlich, organisatorisch vorankommen, und ich möchte jetzt nicht, sage ich mal, weil vielleicht 1.000 Euro Differenz jetzt im gesamten Prozess auflaufen und sagen, ach nee, dann entscheiden wir uns anders. Nein, das, was wir als Gesamtheit wollen und wo wir am besten mit vorankommen, das soll umgesetzt werden, und dafür werbe ich. Und deswegen würde ich gerne diesen Kostenaspekt jetzt bei der Entscheidung komplett außen vor lassen, weil ich den nicht für so relevant halte. Aber wie gesagt, wenn das jetzt um riesige Summen gehen würde, die da einen Unterschied darstellen, okay. Aber das ist nicht so der Fall. Es ist alles darstellbar im weiteren Prozess. Und ich möchte einfach, dass wir mit so zusammenarbeiten, dass jeder das Gefühl hat, okay, das ist das, was wir hier brauchen, und da arbeite ich gern mit zusammen. Das dazu. Dietmar. Ja, kann ja vieles verstehen, vieles nicht, werde ich nicht verstehen. Ich werde insbesondere nicht verstehen, wie man hier generell die Kostenfrage, die für viele hier außerordentlich intransparent ist, Nico, tut mir leid, dass ich dir da widersprechen muss, einfach hin. Ja, okay. Nur wenn wir heute sagen, wir wollen ein Meinungsbild und gar vielleicht Richtung einer Entscheidung, das ohne diese Kenntnis zu tun, finde ich schon außerordentlich bedenklich. Das würden wir, wenn wir da eine solche Abstimmung hier im Landtag hätten, würden wir hier auf die Tische steigen und schreien. Okay, gut. Okay, kommt noch die Kosten.
Nochmal, ich bin auch der Auffassung, muss ganz klar sagen, ich pflichte, ich meine, ich hatte das ja eben schon anklingen lassen, dass ich erhebliche rechtliche Bedenken habe gegen diese Vorgehensweise, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entscheiden zu lassen. Wir tun nämlich genau das, dass wir 19 MDL auf einen bekanntermaßen viel, viel größeren Pool von Menschen, nämlich 60 oder was oder 50, einen wesentlichen Teil der Verantwortung verlagern. Wir haben das letztendlich zu verantworten. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und ich bin selbstverständlich dafür, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit ihrer Meinung ein ganz klares und starkes Gewicht bekommen sollen, auch innerhalb der Diskussion, nicht nur bei der Abstimmung, die wir dann hinterher zu treffen haben, aber dass wir hier die Satzung, und das müssten wir, Nico, weißt du, auch tun, die Satzung der Fraktion, die auch hinterlegt ist, die öffentlich ist, die auch eine Außenwirkung hat, auch eine fiskalische Außenwirkung hat, ändern, dahingehend, dass wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eben satzungsgemäß mitentscheiden lassen, halte ich für problematisch. Ich halte es aber abgesehen davon auch, was die Verantwortungsdelegation angeht, für problematisch. Und in der Tat das, was Johannes gesagt hat, dass möglicherweise da eine Aufspaltung denkbar ist und vielleicht eben nicht von allen getragen wird. Und dann auch kann es auch dazu führen, dass eben innerhalb der Fraktion sowohl auf Mitarbeiterseite als aber auch auf MDL-Seite, was die Arbeitsgruppen angeht, da so eine Schieflage entsteht, die kontraproduktiv ist. Und deswegen bin ich auch der Auffassung, und ich habe das meines Erachtens auch rausgehört heute, dass was die Grundfrage Moderation ja oder nein angeht, auch, also römisch 2 Ziffer, nicht heute mit entschieden werden müsste, wenn wir Ziffer 3 klein c sehen, dass sogar die Arbeitsgruppen selber darüber entscheiden können, ob und welche sie nehmen. Sie könnten sich ja auch dazu entschließen, keinen zu nehmen, wären aber dann gebunden an römisch 2, wo da ja die Fraktion beschlossen hat, wir müssen eine externe Moderation nehmen. Ich persönlich bin der Auffassung, darf das nochmal sagen, dass innerhalb der Arbeitsgruppen selber, was die inhaltliche Arbeit angeht, eine sehr starke, großartige Stringenz herbeigeführt werden kann. Es hat jemand den Hut auf, in dem Fall der Code of Ethics Gruppe ist es für den organisatorischen Teil wohl bemerkt, ist es Ines, andere werden sich finden, das hatten wir in der großen Klausurtagung so gesagt. Also diejenigen, die da waren und sich für die Gruppe entschieden hatten, haben gesagt, jo, Ines soll das mal machen. Und Ines hat gesagt, ich mache es. Allein daran sieht man ja, es funktioniert. Und ich bin auch überzeugt davon, dass es innerhalb der überschaubaren der Arbeitsgruppen, die ja doch letztendlich eine überschaubare Größe haben werden, funktionieren kann. Da kann man anderer Meinung sein oder man kann der Auffassung sein, hey, dann kriegen wir uns an die Köpfe und es wäre besser, auch für die inhaltliche Arbeit eine externe Moderation zu haben. Gut, okay, ich bin halt der Meinung, man braucht es nicht unbedingt. Aber wie gesagt, wir sollten diese Entscheidung, externe Moderation oder externer Berater, wie hier steht, ich möchte mich auch nicht in Code of Ethics beraten lassen. Ich möchte mich auch nicht bei Leitbild beraten lassen, muss ich ganz ehrlich sagen. Mich interessiert zwar die Meinung von außen, aber eine Beratung in dem Fall weniger. Sondern es geht ja, wenn überhaupt, nur um den Zusammenhalt innerhalb der Gruppe. Kommst du zum Schluss, bitte? Ja, also nochmal, ich möchte hier, wenn überhaupt, heute nur über Punkt 1 ein Meinungsbild sehen, ja, und Punkt 2 ein Meinungsbild insofern, als daraus nicht eine Entscheidung abgeleitet werden muss, die dann von allen gleichermaßen hier getroffen wird. Das halte ich für verhängnisvoll. Daniel. Ja, die rechtliche Frage, ich glaube, das können wir heilen, wenn wir vorher einen Beschluss fassen, dass wir genau konkret diese Frage mit allen abstimmen lassen wollen und ja, wenn wir das als MDL vorher so beschließen, ist das okay. Ich möchte auf Johannes ganz kurz eingehen. Ich verstehe das, was du sagst. Und genau das ist auch der Grund, warum ich sage, ich möchte, dass wir das alle entscheiden mit den Mitarbeitern. Ja, also nicht nur die Gruppe MDL, weil ich glaube, in dem Prozess ist eben nicht nur die Gruppe der 19 Abgeordneten relevant, sondern tatsächlich die gesamte Fraktion mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und deswegen halte ich es für wichtig, wenn wir diese Entscheidung tatsächlich unter uns allen treffen und eben nicht nur 19 die Entscheidung vorgeben, die dann in irgendeine Richtung und meinetwegen sogar relativ konsensual getroffen wird. Ich finde es tatsächlich wichtig, dass wir alle gemeinsam das dann entscheiden.
und auch so mittragen. Aber das hat Johannes nicht gesagt. Nico. Dietmar, können wir alles drüber reden, nur Fakt ist, wir haben jetzt zu diesen Meinungsbildern die Mitarbeiter hier eingeladen. Wir hatten uns vor allem haben wir uns darüber vereinbart. Und ich möchte jetzt ungern von der Vereinbarung abweichen und jetzt sagen, nee, wir beschränken das und vielleicht kommt dann einer auf die Affe, wir lassen die Meinungsbilder an der Stelle dann auch ganz sein oder so. Nee, wir haben zu diesen Meinungsbildern eingeladen und es ist legitim, dann das an der Stelle auch einzuholen. Und dann lass uns über die anderen Sachen unter den MDL dann klären und von mir aus, da bin ich ja bei Daniels Vorschlag, lass uns 1-2 machen und wenn die Kostenfrage halt hier nochmal diskutiert werden soll, mit nach einer internen Information, das zu einem anderen Zeitpunkt nachholen. So, ich sehe keine weiteren Wortmeldungen mehr, dann wird jetzt irgendwas gemacht, Meinungsbildabstimmung. Nico, mach das bitte. Ich glaube, so wie es in der Mail angekündigt war und warum jetzt hier auch alle sitzen, führ das bitte jetzt durch. Okay. Steht im Pad. Ist in deiner Mail von gestern Abend. Ich habe es noch reingucken. Okay, also dann... Punkt 1, im Nachgang zur Generalfraktionsklausur vom 28.29.04.2014 setzt die Fraktion 3 Arbeitsgruppen ein, die sich den Themen Verhaltenskodex der Fraktion oder auch Code of Ethics, Verantwortung und Leitbild der Fraktion annehmen sollen. Die Arbeitsgruppen sollen aus ca. 8 bis 12 Teilnehmern bestehen und sich sowohl aus Abgeordneten als auch Fraktions- und persönlichen Mitarbeitern zusammensetzen. Jeder Teilnehmer kann nur in einer Arbeitsgruppe Mitglied sein. Dazu haben wir jetzt bitte ein Meinungsbild aller Anwesenden. Wer möchte, dass wir das hier als Fraktion so machen, den bitte ich um das Handzeichen. Keine Angst, wir brauchen keine Namen, es ist ein Meinungsbild. Okay, wer möchte sowas nicht machen? Wer enthält sich? Ich sage mal, das Meinungsbild ist überwiegend positiv. Punkt 2, die Sitzungen der Arbeitsgruppen werden von jeweils einem externen Berater moderiert. Wer meint, dass das so sein soll? Wer kann sich das nicht vorstellen? Wer möchte das nicht? Wer enthält sich? Auch das ist überwiegend positiv, nicht ganz so positiv wie Punkt 1, aber doch überwiegend positiv. Und wir kommen zu Punkt 3. A, die Moderation wird von Frau Terlinden übernommen oder B, die Moderation wird von Team Steffenhagen übernommen oder C, die Moderation erfolgt in Abstimmung mit der jeweiligen Arbeitsgruppe. Geht es einfach nur darum, dass eine von den drei Varianten oder wie soll ich das einzeln abstimmen? Einzeln. Wo die Meinungen hingehen. Okay, also erstens, drittens Punkt A, die Moderation wird von Frau Terlinden übernommen. Wer kann sich das vorstellen? Darf man bei mehreren Sachen? Ja, ist Approval. Ja. Wir machen Approval. Bevor wir das erklärt haben. Wie sieht die Stimmung aus bei B? Die Moderation wird von Team Steffenhagen übernommen. Okay, und C, die Moderation erfolgt in Abstimmung mit der jeweiligen Arbeitsgruppe. Ich möchte noch mal die Nein-Stimmen, also er hat mich noch nicht abgefragt, wer kann sich das überhaupt nicht vorstellen, dass die Moderation von Frau Terlunden übernommen wird? Das D fehlt noch. Wo ist denn das D? Die Moderation, die mal ausgeschrieben hatte, der Grumpy noch dazu geführt. Stimmt. Dass die hat wohl auch. Dann stimmen wir eben noch die Ja-Stimmen ab für D. Die Moderation wird neu ausgeschrieben. Wer kann sich das vorstellen? Ja, da habt ihr euer Meinungsbild. Prima, das ist auch ein schöner Zeitpunkt, 11.40 Uhr. Wir sind am Ende des Tagesordnungspunktes. Das heißt, wir machen jetzt die Pause und zwar bis 11.55 Uhr. Vielen Dank.
Etwas, bitte. Nico. Ja, mir geht es natürlich darum, was ich jetzt in der PGF-Runde. Ja, ja, komm. Das werden die ja dann gleich sehen. Ist auch egal. Gibt es da Vorschläge, Hinweise, Wünsche? Ich habe zwar jetzt schon mehr Gedanken gemacht, aber sage ich mal, um da neutrales Feedback zu bekommen, sage ich das dann gleich. Nein, also dann würde ich fragen, ob ihr das auch so seht, dass in meinen Augen einerseits die PCB-Geschichte mediale Öffentlichkeit tendenziell besonders gut geeignet zu generieren und andererseits das Abgeordnetengesetz, also die Änderung des Abgeordnetengesetzes, die wir einreichen wollen. Das wären in meinen Augen die Sachen, die ich da besonders priorisieren würde. Gibt es andere Auffassungen oder Vorschläge? Oliver. Also, sorry. Oliver. Ja, ich wollte nur noch bitten, das Wissenschaftsgesetz nicht allzu spät zu legen. Wir haben zwar dazu eine LPK, mit anderen Worten, wir generieren die Aufmerksamkeit vorher schon. Es muss nicht zufällig ins Blickfeld geraten, aber ich würde gerne den Journalisten die Möglichkeit geben, dabei zu sein, wenn sie möchten. Ja, genau. Dankeschön. Das hatte mir der Hilmar auch schon signalisiert, deswegen habe ich das nicht nach ganz vorne geschoben. Aber klar, ein eigenes Gesetz werde ich nicht um 22 Uhr auf die Tagesordnung nehmen. Was ist mit den Kommunalwahlrechtsgeschichten? Also einerseits die Bürgerentscheide und das Kumulieren, Panaschieren. Die Bürgermeisterabwahl haben wir ja, nehmen wir ja raus. Das wäre ja auch noch was, jetzt kurz vor der Wahl. Ich denke, deswegen haben wir die ja gestellt. Frank hat gezuckt, den nehme ich jetzt mal an. Ja, das, ich meine, kumulieren, panaschieren, das ist so das ewige Thema hier. Das ist ja auch nicht neu im Landtag. Das kann man kann das thematisieren von wegen, ja, nächste Woche ist wieder soweit, der Bürger hat wieder keine Auswahl. Mit dem Verfahren hätte er halt viel mehr Auswahl, können viel mehr mitgestalten und das finden wir super und deswegen ist das richtig. Und deswegen sollten wir jetzt... Ja, das wird ja verwiesen und nochmal in den Ausschüssen drüber reden. Also das wäre so ungefähr die Rede in der Kurzfassung, der Inhalt. Dass wir richtige Anträge stellen und, davon, dass... Ja gut, es geht jetzt um die... Ja, das könnt ihr jetzt bewerten, wie wichtig das ist, um wie weit vorne ihr das haben wollt. Du hast ja die ganze Fraktion gefragt. Deswegen habe ich das nur nochmal kurz versucht zu umreißen. Ich kann nicht Stereo reden oder zwei Sachen gleichzeitig reden. Ich muss mit einer Sache anfangen. Okay. Gibt es sonst besondere Hinweise an der Stelle? Ja, dann kommen wir an der Stelle so nicht weiter. Dann nehme ich das sozusagen als Mandat, als freies Mandat mit in die Runde an der Stelle, weil ich dann es nicht besser weiß. Also, ja, ich muss fragen, ob es so gerade für Sie.
Können wir irgendwie diesen Input zum Jugendlandtag kurz eben vorziehen? Vielleicht noch ein paar Minuten zu. Vielleicht ein, zwei Minuten. Nur als Info nochmal reinnehmen. Weil du weg musst, oder was? Ja, aber um 1 Uhr. Um 1 Uhr. Also wäre schön, dass in der nächsten halben Stunde irgendwie passiert. Okay. Ich würde das dann alle noch im Pausenkoma, ansonsten sehe ich keinen Widerstand. Gut. Und dann hast du den Auftrag, denke ich. Gut. Ich würde jetzt gerne ganz kurz der Bitte der von Andrea folgen. Es geht darum, sie braucht dafür 1 bis 2 Minuten, weil sie muss dann nämlich auch noch arbeiten. Und zwar geht es darum, ganz kurz 1 bis 2 Minuten was zum Infoblock Orga Jugendlandtag zu sagen. Wenn das in Ordnung ist, dann macht sie das ganz kurz und dann... Bitte. Ja, vielen Dank. Das ist lieb, dass ich jetzt irgendwas dazu sagen darf. Also, wie schon einmal wird auch dieses Jahr wieder ein Jugendlandtag stattfinden. Es wird der 6. Jugendlandtag sein. Er wird stattfinden vom Freitag, dem 4. September, bis Sonntag, den 6. September 2014. Nur, dass alle nochmal wissen, also dieses Jahr wird das stattfinden. Das ist nach der sitzungsfreien Sommerzeit. Ich bitte jeden MDL bis vor der sitzungsfreien Zeit, also sagen wir mal so Anfang Juli, einen Freiwilligen oder eine Freiwillige zu benennen. Die soll oder derjenige soll wieder sein im Alter zwischen 16 und 20 Jahren, also diese beiden Zahlen eingeschlossen. Und soll mir bitte benannt werden. Wir werden auch wieder Ausschreibungen auf der Homepage machen, per Facebook und so weiter und so fort, Twitter-Aufrufe. Letztes Jahr, das wollte ich nochmal hier erwähnen, fand ich ganz nett die Idee des Wahlkreisbüros Dortmund von Birgit Toso und Hans-Jörg Rohweder, die das ausgeschrieben hatten in der Zeitung, sozusagen als kleine Verlosungsaktion. Das fand ich irgendwie eine ganz nette Idee. Ich war nur so mal als Anregung. Vielleicht habt ihr auch Lust darauf oder mögt irgendwie sowas Ähnliches machen. Und das wird wieder so laufen, dass ich irgendwie zentral auch Jugendliche sammle, die sich halt bei uns bewerben. Die werden dann in meiner Tasche gesammelt. Ach Gott. Also, gerne in nächster Zeit Ausschreibungen und schon Nennungen an mich. Und wie gesagt, das wäre schön, wenn das bis vor der sitzungsfreien Sommerpause passiert. Und dann leite ich das an die Orga weiter. Vielen Dank. Gibt es noch Fragen? Ja, nur ein ergänzender Hinweis dazu. Also erstmal vielen Dank, Andrea. Ansonsten der Hinweis, lass uns das bitte nicht zu weit wegschieben. Das ist zwar noch relativ lang hin bis September, aber durch die rund 8 Wochen sitzungsfreie Zeit, die dazwischen liegen, ist das quasi schon bald. Gerade wenn ihr noch irgendwie in Schulen oder sowas vielleicht irgendwas erreichen wollt, ist die Zeit extrem knapp bis zu den Sommerferien. Ne? Die sind Mitte Juli. Da sind also tatsächlich nur noch knapp 2 Monate im Prinzip, um da irgendwie was zu bewegen. Und ich fände es einfach toll, wenn wir wieder wenn unsere Jugendlandtagsfraktion da eine ähnliche Performance hinlegen kann wie letztes Jahr. Ich glaube, wir hatten als Piratenfraktion selten so gute Auftritte wie die unserer Jugendlandtagsfraktion beim letzten Jugendlandtag. Das lag daran, dass die sich einig waren. Ja, die waren halt schon verdammt gut. Ja, vielen Dank, Andrea. Wir machen weiter mit unserer normalen Tagesordnung, kommen zu Top Nummer 5, Umlaufbeschlüsse. Wir hatten einen nicht erfolgreichen bezüglich der Blockade am 1. Mai. Das hat sich ja dann, glaube ich, jetzt zeitlich erledigt. Ja, aber das ist ja jetzt konkret zum 1. Mai ausgeschrieben, aber das können wir dann gerne noch mal machen für den August. Dann gibt es hier einen nicht erfolgreichen Umlaufbeschluss. Ich habe versucht, den Link zu öffnen, aber da steht, ist gelöscht oder existiert nicht mehr. Deshalb weiß ich jetzt auch nicht so richtig. Was... Ach so, das heißt, ist jetzt auch... Michelle hat gerade geschrieben, dass er gelöscht hat. Ich weiß ja nicht, wieso. Also Michelle hat seinen Antrag wieder gelöscht. Gut,
dann brauchen wir jetzt auch nicht abstimmen, oder? Er ist, er wäre auch sowieso relevant gewesen vorletzten. So, und dann haben wir noch einen geschlossen und eindeutig abgestimmten. Das war der Änderungsantrag zum Transparenzgesetz. Ist jetzt nicht Gegenstand dieser TO, lese ich gerade. Damit haben wir den Top-Umlaufbeschluss, glaube ich, erledigt. Es sei denn, es gibt da noch irgendwelche Anmerkungen zu. Das ist nicht der Fall. Das heißt, wir kommen zu Top Nummer 5, Enquete-Kommission. Bitte schön. Ich sag mal, dass, also wir reden jetzt gleichzeitig, Frank und ich. Ich sag mal, dass wir eine Mumble-Sitzung hatten. Am Mittwoch, wie vereinbart, hatten wir am 30. April eine Mumble-Sitzung abgehalten, zu der wir auch Nicht-Fraktionsangehörige eingeladen haben, daran teilzunehmen, mit uns darüber zu diskutieren. Wir haben von 20 bis 22 Uhr diskutiert. Es waren durchaus auch einige da, trotz Tanz im Mai, in den Mai. Und wir haben dort beide Konzepte, sowohl ÖPNV, Mobilität, ÖPV und Privatsphäre vorgestellt, haben dazu Fragen beantwortet. Es gibt ein Pad zu der Mumble-Sitzung. Den Link habe ich dort in 276 reingeschrieben. Wir haben ein Meinungsbild eingeholt. In dem Fall ist das nun tatsächlich ein Meinungsbild ganz am Ende, wo wir zwei Leute hatten, die sagten, gar keine Enquete. 11 haben ÖPNV gesagt, 6 Privatheit. Und wir haben dann allerdings natürlich keine Abstimmung vorgenommen, ging auch nicht, weil wir, glaube ich, 6 Abgeordnete vor Ort waren, wären also nicht beschlussfähig gewesen, selbst wenn wir es so vereinbart hätten. Wir haben uns auch verständigt, dass wir heute noch nicht davon ausgehen können, dass alle perfekt informiert sind, da wir noch die Audioaufnahmen, wir haben das als Audio aufgezeichnet, Video geht auch schlecht bei Mumble, sodass sich da jeder die 2 Stunden nochmal als Hörspiel anhören kann. Außer, dass man natürlich das Pad durchlesen kann und nochmal die Dokumente und die anderen Pads anschauen kann. Und wir haben den Wunsch gehabt, dass es noch einen Wunsch von Dritten sozusagen, dass wir noch einen referatsähnlichen Vortrag jeweils zu beiden Themen machen sollten, also so eine Art Keynote oder PowerPoint zur Veranschaulichung beider Themen. Und Frank und ich haben uns auch schon mal überlegt, dass man das theoretisch am 12. Mai um 14 Uhr machen könnte. Jetzt zur Ergänzung. Ja, zur Ergänzung. Mumble-Sitzung. Ich fand gut, dass wir die gemacht haben. Vom Ergebnis bzw. vom Ablauf, ich sage mal, eher durchwachsen, weil es gab sicherlich ein paar Interessierte, aber insgesamt natürlich viel zu wenig Zuhörer und zu wenig Beteiligung dann auch der Zuhörer, die da waren. Es waren, glaube ich, irgendwie 8, dann, die gar nichts gesagt haben. Was auch okay ist, man kann ja auch zuhören und sich dann ein Bild machen. Insgesamt, Olli hat es schon gesagt, haben sich 19 dann bei so einem Meinungsbild beteiligt, davon 6 MDL. Ist jetzt also auf einem sehr kleinen Level. Was mich gestört hat bei der Diskussion, dass sehr viel, sehr häufig von Ollis und meiner Enquete gesprochen wurde. Und das will ich, das sollte nicht so sein, weil es sollte jedem klar sein, dass die Fraktion sich hier für eine Enquete entscheidet. Und ein ganz klarer Punkt, wenn euch zum Beispiel meine Nase nicht passt oder so, dann darf da die Enquete nicht drunter leiden. Und deswegen sage ich jetzt mal, gut, auch wenn die Nase nicht das Problem ist, sie bleibt aber da. Und wir sollten über das Thema reden und wir können später darüber reden, wer das macht. Bei mir, ich würde das so anbieten, es ist nicht meine Enquete, es ist das Thema, was ich für das Wichtigste halte, was wir hier im Landtag zu besprechen haben. Oliver wird das andere Thema eine andere Meinung haben. Ich finde halt, das Thema Privatheit ist das Wichtigste, was wir hier in unserer Legislatur, glaube ich, auch oder in der Zeitblase, in der wir uns hier im Moment
Befinden seit letztem Jahr ganz besonders, dass wir das besprechen müssen im Rahmen einer Enquete. Ich muss nicht derjenige sein, der die Nase da reinhält. Wie gesagt, lass uns das an anderer Stelle bereden, wer das dann macht. Das war das eine. Das andere, was das Verständnis angeht, der, was wir da eigentlich machen wollen, was ist eigentlich die Privatheit? Da habe ich auch noch, das war dann der interessante Part eigentlich an der Mammelsitzung, gemerkt, da gibt es noch Aufklärungsbedarf, wie wir es beschrieben haben, Privatheit. Also ich glaube, ich habe einen anderen Titel mir überlegt, NSA und Zombie-Bügeleisen überall, totale Überwachung stoppen. Hätten wir wahrscheinlich intensivere Diskussionen gehabt, verständlicher und so weiter, aber ich glaube, mit so einer Enquete würden wir keinen Meter weit kommen. Das war uns von Anfang an auch klar, als wir uns mit dem Thema beschäftigt haben. Und deswegen haben wir es halt andersrum aufbereitet. Wir haben halt gesagt, worum geht es uns denn, wenn wir solche Worte hier in den Mund nehmen, Zombie-Bügeleisen und totale Überwachung. Es geht auch um die, es geht auch um uns, es geht um den sogenannten Kernbereich privater Lebensgestaltung, die Privatheit. Das ist das, was zu schützen ist. Und ich finde, das geht alle an, auch die anderen Fraktionen. Darüber müssen wir reden. Die halbe Republika redet da gerade drüber. Sie wird auch heute keine Lösung haben. Das müssen wir länger diskutieren. Das müssen wir, meine ich, im Rahmen so einer Enquete diskutieren. Olli hat gerade gesagt, dass wir das nochmal im Rahmen einer PowerPoint-Keynote oder sonstigen Präsentation machen werden. Angebot ist nächste Woche Montag, 14 Uhr, haben wir, glaube ich, gesagt, ne, als Angebot. Ich würde mich freuen, da wir das ja hier in der Fraktion beschließen müssen, wenn wir große Beteiligung haben. Vielleicht auch vorher noch mal in die Pads reingucken. Die sind ja alle da, wo schon ganz viel von der bisherigen Inhaltsdiskussion und wie das strukturiert ist, was man machen will, drinsteht. Ich finde es toll, wenn wir wirklich eine überlegte, informierte Entscheidung nächste Woche dann treffen können, nach der Präsentation. Und schließe mit diesen Worten, dass ich noch mal um rege Beteiligung bitte. Danke. Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen, außer Oliver. Also ich werde jetzt nicht noch einen Werbeblock ÖPNV machen, habe ich schon gemacht. Kann ich auch dann bei Gelegenheit nochmal tun. Ich möchte aber darauf hinweisen, dass wir deshalb, dass Frank und ich deshalb uns verständigt haben, das auch heute nicht abzustimmen, damit auch wirklich wir jetzt hier bzw. in den nächsten Tagen auch offene Fragen klären können. Wir möchten ungern ist immer wieder so verschieben, so weil, ach komm, heute nicht, sondern wir möchten gerne auch auf ein Ziel hinarbeiten und möchten auch wirklich alle mitnehmen. Es mag durchaus sein, dass es noch richtig große Fragen und richtig große Probleme mit der Enquete gibt oder nochmal generell, das haben wir auch in der Mammelsitzung gemerkt, wir haben eine Stunde lang, glaube ich, erstmal erklärt, was eine Enquete ist und nachher haben wir auch als, sagen wir mal, positives Feedback zurückbekommen. Danke, dass ich jetzt überhaupt erstmal weiß, was eine Enquete überhaupt tut. Also nicht aus der Fraktion, sondern generell. Und das sehe ich durchaus auch als wichtig an, dass wir das vorher auch hier in unserem Kreis vermitteln. Also nutzt die Gelegenheit, dass wir noch ein bisschen, dass wir noch mal ein bisschen Zeit haben, darüber nachzudenken und nutzt dann unseren, ich gehe jetzt einfach davon aus, dass 12. Mai 14 Uhr okay ist, wenn sich keiner beschwert, dann nutzt die Gelegenheit, das, uns dann das wahrzunehmen, dann machen wir eine schöne Präsentation, werben nochmal für beide Themen und so weiter. Gut, danke. Dann kommen wir jetzt zum nächsten Tagesordnungspunkt, das sind die KACs. Stand jetzt Matthias dahinter, da Matthias nicht da ist, der Daniel. Also ich war ja mit in der Arbeitsgruppe, die sich auf der Klausurtagung damit beschäftigt hat. Ich fürchte, dass wir noch kein präsentationsfähiges Ergebnis heute haben, also das leider noch mal schieben müssen auf die nächste Fraktionssitzung. Olli, brauchst du noch mal eine Mail oder schiebst du das aus dem Protokoll dann quasi rüber? Alles klar, danke. Alles klar, dann wäre jetzt der nächste Tagesordnungspunkt Feedback, da wäre jetzt eigentlich auch die Andrea. Ich weiß nicht, ob die nochmal wiederkommt oder das auf dem Schirm hat. Dann
Ja, Olaf? Ja, ist ja eine Sache eigentlich, das ist von Andrea angeleiert worden. Ich unterstütze da Andrea. Das geht darum, dass das hatten wir auch, glaube ich, auf der Klausurtagung auch vorgestellt. Es geht darum, eine Art Feedback zu institutionalisieren innerhalb der Fraktion. Wir wollten dafür heute eigentlich nur in Anführungsstrichen Werbung machen. Das Ganze wird sich jetzt ein wenig darauf verlagern, dass wir das Ganze per E-Mail machen. Wir werden also jetzt per E-Mail nochmal dazu Werbung machen, Leute einladen, daran teilzunehmen. Und von daher ist das jetzt, Andrea hat jetzt keine Zeit, sind die Erklärungen auf die E-Mail verschoben. Alles klar? Was? Also ich hatte das Gefühl, dass Andrea jetzt auch keine Zeit mehr hat, aber falls sie gleich nochmal wiederkommt, dann können wir sie ja nochmal kurz sprechen lassen. Ansonsten... Hä? Ach so, Top 10 haben wir ja behandelt, hatten wir ja vorgeschoben auf, als Top 1. Das heißt, wir kommen jetzt zu Top Nummer 11, Bestätigung der Satzung, eingebracht von Oliver. Also Michelle hat da was drunter geschrieben. Mir geht es nur darum, dass wir die Satzung jetzt auch so nach außen geben können, das heißt an die Landtagsverwaltung. Und es bestand an einigen Stellen die Frage, ist das denn jetzt eigentlich die Satzung, die wir verabschiedet haben, weil wir das so kleinteilig verabschiedet haben? Ich habe jetzt nicht mehr ganz genau im Blick, wer alles jetzt drüber geguckt hat und sagte, ja, es ist die Satzung. Aber ich gehe jetzt davon aus, dass die Satzung, die da verlinkt ist, die richtige ist, die wir auch abgestimmt haben. Jetzt die Frage, geht es an dieser Stelle jetzt hier, das einfach mal eben abzustimmen und sagen, ja, wir bestätigen das. Oder geht es nicht, dann kommt die Satzung trotzdem zur Landtagsverwaltung, weil wir davon ausgehen, dass es die richtige Satzung ist. Also, wir können es jetzt praktisch darüber abstimmen, dass es die richtige Satzung ist, wir sie damit nochmal bestätigen. Wenn wir sagen, es ist nicht die richtige Satzung, okay, dann müssen wir nochmal ran und nochmal die ganzen Protokolle wälzen und gucken, wo wir noch was abgestimmt haben und wo noch ein Fehler ist. Wenn wir gar nichts tun, wenn wir jetzt den Top praktisch streichen, dann würde ich trotzdem dafür sorgen, dass das an die Landtagsverwaltung geht. Das ist jetzt so die Situation. Grumpy. Ich hatte selber auch nochmal geguckt, Michelle hat ja auch nochmal geguckt und die letzten Änderungen, die auch Michelle nochmal eingeführt hatte, also das ist jetzt eigentlich die aktuelle Fassung und die können wir meines Erachtens nach auch so wieder zurück zur Landtagsverwaltung geben. Und ansonsten, wenn uns noch irgendein Komma oder so auffällt oder irgendwas durchgeflutscht ist, wenn wir nochmal irgendwann nachträglich die anderen Protokolle prüfen, können wir die ja jederzeit auch wieder nochmal neu einreichen. Also gar kein Thema meines Erachtens nach. Vielen Dank. Das soll jetzt nochmal abgestimmt werden. Also wir bestätigen hier nochmal mit Handzeichen die Satzung. Ist das zu holen? Bitte? Frank? Also ich glaube, rein formal war jetzt der Punkt, wenn wir was abstimmen, dann muss es da drin stehen, eigentlich auch dann die komplette Satzung. Was ich jetzt gerade mal nicht da rein kopieren würde. Ich kann es wirklich im Moment nicht sagen. Wir haben hier in Paragraph 10 Liquid Democracy und in Paragraph 11 Meinungsbilder, wo jeweils von einer Software die Rede ist, die vom Landesverband oder uns betrieben wird und so weiter. Ich erinnere mich da an sehr spannende Diskussionen, wo ich aber nicht weiß aus ad hoc jetzt, wie die verlaufen sind und wie das Ergebnis war. Und ob das jetzt da noch so drinstehen soll oder nicht, auf jeden Fall steht es im Moment noch so drin. Es kann also sein, das, wie gesagt, das ist das, was mich irritiert, ob die jetzt aktuell ist oder nicht. Aber das ist jetzt, ich habe einfach nicht mehr Informationen, ich würde mich an der Stelle enthalten müssen. Nico. Gut, wir wollen an der Stelle auch so ein bisschen Rechtssicherheit gewinnen. Ja, da müssten wir dann mal in Paragraph 18 unserer Satzung schauen, da sind Anträge auf Änderungen der Satzung behandelt.
dass sie eben nur in einer ordentlichen Fraktionssitzung behandelt werden dürfen, einer Zweidrittelmehrheit bedürfen und dass sie vorher auf der Einladung zur Tagesordnung bekannt gegeben werden. Jetzt war die Einladung der Tagesordnung vorher bekannt gegeben. Wir sind in einer ordentlichen Sitzung. Es gab aber jetzt keinen besonderen Text dahinter. Aber das Besondere in der Situation ist ja, es sollte auch keine Änderung erfolgen, sondern das, was bekannt ist, nochmal bestätigt werden. Insofern gab es auch keinen Änderungstext, der hier an die Mitglieder, einen Änderungstext, der vorher hätte bekannt gegeben werden müssen, sodass ich jetzt mal überflugsweise bei Prüfung der Lage sagen würde, wir haben eine ordnungsgemäße Einladung, jeder wusste Bescheid, worum es geht. Insofern sehe ich keine Hindernisse, jetzt einen bestätigenden Beschluss, wie gesagt, keinen ändernden Beschluss herbeizuführen. Und insofern, wenn wir jetzt die erforderliche Mehrheit hier generieren können, dann würde ich das an der Stelle gerne tun wollen, damit wir dann weiterarbeiten können, weil Ende, also sage ich mal, hier, es hat ja keiner hier gerufen und sagt, hey, da fehlt was. Gut, dann können wir das jetzt so abstimmen. Dann bitte ich um das Handzeichen, wer die Satzung in der Form jetzt so bestätigen kann. Den bitte ich um das Handzeichen jetzt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ja, wer kann, Joachim, du kannst, danke. Wer kann die Satzung, wer möchte das nicht bestätigen? Wer enthält sich? Dann ist das so bei einer Enthaltung und keiner Nein-Stimme. Yes, meine Damen und Herren, wir sind damit am Ende der Tagesordnung. Ich könnte jetzt da noch sprengen und sagen, habt ihr bei Sonstiges noch irgendwas? Ich sehe auch keine weiteren Wortmeldungen mehr. Damit sind wir am Ende der Tagesordnung und ich schließe die Fraktionssitzung. Vielen Dank. Ach so, Entschuldigung. Andrea wollte noch einen Satz zu Feedback sagen. Stimmt. Nee, wollte ich eigentlich nicht. Ich hatte das auch mit dem Olaf abgeklärt, dass wir das einfach verschieben. Ich weiß nicht, ob der, und so ja, ich weiß nicht, ob der Olaf das jetzt... Hat er gesagt. Hat er eigentlich. So, dann. Mist. Stimmt, da war ja noch was. Jetzt. Ist der Stream aus, Jaroslav? Der öffentliche Teil ist, ich bin heute irgendwie verwirrt, der öffentliche Teil ist jetzt beendet, das heißt, wir kommen jetzt zum nicht öffentlichen Teil. Ich hatte mich vertan, wir haben noch einen nicht öffentlichen Teil. Alles klar. Der Stream ist aus. Vielen Dank. Dann machen wir jetzt